Herzlich willkommen zum Leica-Enthusiast Podcast, dem deutschen Podcast, in dem es ausschließlich um die Marke Leica geht. Mein Name ist Michel Birnbacher, ich bin Leica-Enthusiast, Fototrainer und Fachbuchautor und ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Meine fotografische Heimat ist der Leica Store hier in Nürnberg. Dort betreue ich Workshops und moderiere zeitweise die wöchentlichen Donnerstalks. Alle Termine dazu finden Sie auf www.weloveleica.de. Wollen Sie über meinen Podcast, Workshops und andere Veranstaltungen informiert werden, finden Sie einen Link zu meinem Newsletter auf meiner Homepage www.leica-enthusiast.de. Ich freue mich, wenn Sie meine privat finanzierte Produktion finanziell unterstützen. Entsprechende Informationen finden Sie dazu auf meiner Homepage. Nun zur aktuellen Ausgabe. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben einen guten Abend. Es ist jetzt mittlerweile fast 20 Uhr, Freitag, der 20. August, zeichne ich jetzt dieses Gespräch auf. Ein Gespräch mit einem Fotografen, der mir am Anfang aufgefallen ist, weil er einen Leica Mastershot nach dem anderen hatte. Vielleicht ist das jetzt ein persönliches Gefühl, aber es war zumindest so, dass alle irgendwo aufgetaucht ist, schon wieder ein Leica Mastershot. Leica Mastershot, das sind so ausgewählte Bilder der Leica Fotografie International, also der Galerie, die man hier bedienen kann mit Fotos. Er fotografiert schwarz-weiß und vor allem für mich als M-Fotograf spannend, dass auch, ja, nehmen wir es ruhig, Actionbilder dabei waren, die hier ausgewählt wurden und die mit M fotografiert wurden. Wie die Geschichte seiner Kamera dann weitergeht, ich denke, darüber werden wir jetzt in der nächsten guten Stunde miteinander reden. Lassen Sie mich jetzt einmal begrüßen, Jörg Rosengart. Servus, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank, Michel, für die Einladung. Es ist für mich natürlich eine große Ehre, bei deinen tollen Gästen dabei zu sein. Grüße aus Würzburg. Wir kennen uns ja auch. Wir hatten ja vor Jahren schon mal gemeinsam die Ehre, zusammen einen Street-Fotografie-Workshop vom Leica Store Nürnberg zu machen und haben uns da schon mal persönlich kennengelernt. Und da freue ich mich natürlich ganz toll über die Einladung. Sehr gerne. Du bist eigentlich über die Kuh zu Leica M gekommen, also zumindest zu M gekommen. Was war vor der Leica Q? Ja gut, das Klassische, ne? Ich hatte Canon Spiegelreflex, eine EOS 5D und ja, das wurde mir irgendwann mal zu schwer, ne? Also das mit der Kamera rumzurennen, sage ich mal. Und bei der Straßenfotografie muss man doch ein bisschen flexibler sein, was Leichtes haben und eine Kamera, die jetzt nicht so auffällt. Und ich hatte da noch so eine Delux damals und da bin ich eigentlich meistens mit der Delux losgegangen. Also jetzt habe ich hier das Vollformat, die Vollformatkamera, die ich gar nicht nutze und habe mich dann nach Alternativen umgeschaut. Und da kam damals 2015 die Kuh auf den Markt und die habe ich mir dann hier angeguckt, habe sie in Würzburg gekauft. Hier gibt es auch einen Händler, der auch Leica verkauft und habe mir die damals als einer der ersten die Leica Kuh gekauft und habe damit dann eigentlich so angefangen, richtig Street-Fotografie zu machen. Hab dann die Canon habe ich verkauft und die Delux auch und bin dann über die Kuh eigentlich dann zu M gekommen, weil ich dann eigentlich so auf die Marke Leica eigentlich aufmerksam geworden bin durch die Kuh. Hatte dann in Wetzlar mich mal angemeldet für einen Leica M-Workshop. Das war in 2016 beim Oliver Richter, das ist ja der Leiter der Leica Akademie Deutschland. Und habe da den M-Workshop besucht. Das war damals noch mit der 240 und war dann auch absolut überzeugt von der M, weil ich natürlich durch die M Möglichkeiten habe, ja verschiedene Objektive zu benutzen, jetzt nicht nur die 28 mm. Habe mir dann nach dem Workshop dann auch eine 240 bestellt. In Nürnberg natürlich, Leica Store. Und ein bisschen Werbung machen, ne? Genau. Und habe mir dann an Objektiven hatte ich mir das 21er Super Elmer gekauft, weil ich anfangs sehr viel Architektur gemacht habe. Das war auch so mein Lieblingsobjektiv. Auch während dem Workshop habe ich eigentlich fast ausschließlich mit dem 21er fotografiert. Dann habe ich mir klassisch noch einen 35 Summilux dazu gekauft, als klassische Street-Brennweite.
Und als längere Brennweite so für Porträtsachen und andere Dinge dann das 75 APU-SU-Mikro. Das war dann eigentlich so der Weg, wo es dann losging mit dem M-System. Vielleicht noch mal kurz, für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht ganz so nur mit Leica sich auskennen. Die Leica Q ist eine Kamera, die eine fest verbaute Brennweite hat. Das heißt, ich kann die Objektive nicht wechseln, ich habe auch keinen Zoom. Du hast vorher mit Zoom gearbeitet, an der D-Look gibt es zumindest einen Zoom. Sind 28 mm, Blende 1,7, also ein sehr lichtstarkes 28 mm und gut korrigiertes Objektiv. Aber wie sehr war das eine Umstellung für dich, dass du jetzt plötzlich nicht mehr stehen bleibst und die Motive zu dir holst, sondern du musstest ja jetzt plötzlich aufs Motiv zugehen, weil Zoomen war nicht. Fuß ist das Zoom, ne? Ja, genau. Ja, natürlich, Zoom, das war eine Umstellung. Genau, das Fuß-Zoom sozusagen, wie man sagt, ne, das habe ich dann genutzt. Aber es hat mir, muss ich sagen, unheimlich geholfen, weil man die Bilder anders aufbaut. Das heißt, mit dem Zoom ist man bequem, man bleibt eher stehen und oh, dann zoome ich mal rein. Ne? Und mit einem Festbrennweitenobjektiv muss ich mich doch mehr bewegen, muss gucken, wo stelle ich mich hin, wie wähle ich den Bildausschnitt. Ich bin dann auch eher zu Dingen gegangen, dass ich die Kamera nicht immer, sag mal, auf Augenhöhe verwendet habe, sondern ich fotografiere eher tief sitzen, ich gehe immer in die Hocke, ich mag das, dieses weitwinklige von unten fotografieren, den Raum zeigen, auch nah an das Motiv rangehen. Und dieser Wechsel in der Fotografie kam eigentlich auch erst durch den Wechsel zu Leica. Das heißt, wenn ich mir jetzt so meine alten Bilder, die ich mit der Canon, ich hatte die 5D gehabt damals mit dem, das war das 2405, dieses 4.0 da Objektiv, ganz anders, also völlig andere Fotografie, die dabei rauskam. Ist das eine andere Fotografie, weil du die Festbrennweite genutzt hättest? Glaubst du, dass du die gleichen Fotos gemacht hättest, wenn du jetzt an deine Canon eine 28 mm Brennweite geschraubt hättest? Dann hättest du ja theoretisch genau das Gleiche. Oder ist da jetzt schon dieser berühmte Leica-Virus im Blut, der sagt, ja, wenn du mit Leica fotografierst, machst du die besseren Bilder, was ja eigentlich nicht stimmt, ja, nur wenn man mit Leica fotografiert. Aber was stimmt ist, du hast vielleicht mehr Freude an der Haptik, oder die Q ist ja auch eine sehr reduzierte Kamera von der Funktionalität her, von den Einstellungsmöglichkeiten. Also zur Frage, ist das etwas, wo du sagst, du vergleichst jetzt Bilder, wo du eigentlich Äpfel mit Birnen vergleichst? Auf der einen Seite kannst du zoomen noch und nöcher, und auf der anderen Seite musstest du dich ja jetzt viel mehr mit einer Brennweite beschäftigen, Weitwinkel beschäftigen. Und Weitwinkel bedeutet ja auch, zumindest ein wenig, man muss sich mehr mit dem Bildaufbau beschäftigen, weil sonst wird Weitwinkel wieder ganz, ganz böse, schlimm, ja, oder ganz, ganz, ganz langweilig. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Also entweder wird es ein böses Weitwinkel oder ein langweiliges Weitwinkel, oder du hast dich viel mehr mit deinem Motiv beschäftigt, Vordergrund, Hintergrund, Bildaufbau. 28 mm ist jetzt nicht wirklich riesen Weitwinkel, aber es ist schon mehr wie ein 50er. Oder 35 vom Bildwinkel her. Also zurück, ist das die Brennweite oder die Festbrennweite, oder glaubst du, dass auch diese Haptik, dieses wenige Einstellmöglichkeiten da schon eine Rolle gespielt hat? Sowohl als auch. Also definitiv, natürlich die Festbrennweite verändert die Fotografie. Das ist das eine. Natürlich könnte man sagen, man hätte auch für die Canon sich ein 28, weiß nicht, was die jetzt für Objektive haben, aber die haben sicherlich auch ein 28 Festbrennweite kaufen können. Aber das Reduzierte ist natürlich auch schon ein Punkt, warum ich zu Leica gekommen bin. Weil mich hat an den japanischen Kameras auch immer so ein bisschen dieses Menü gestört. Das heißt, wenn man mal länger nicht fotografiert, aber ich bin ja kein Profi-Fotograf, ich bin ja Hobby-Fotograf, bei mir kann es auch sein, dass ich mal 2-3 Wochen gar nicht fotografiere. Und dann hast du die Kamera wieder in die Hand genommen und hast mir erstmal überlegt, Mensch, wie stelle ich denn jetzt das ein? Und bei der Q ist es so, da habe ich erst richtig gelernt, die drei Elemente, das heißt ISO, Zeit, Blende, die kann ich alle mit der Hand einstellen. Und das Menü habe ich so vorkonfiguriert, wie es für mich richtig war, so dass ich eigentlich nie ins Menü rein musste, sondern ich habe die Kamera angemacht, habe die Blende, ISO, meistens Auto-ISO, ja, und gut, Zeit entweder auf Zeitautomatik oder gegebenenfalls, wenn ich eine gewisse Verschlusszeit brauche, weil gerade bei Actionfotografie muss ich natürlich meistens mit 500 oder 1000 fotografieren, dass ich die Bewegung einfrieren kann. Und dann ging das los. Es war meistens die Kamera schon so voreingestellt, so die Kamera angemacht habe, los. Und das war natürlich bei den japanischen Kameras nicht so der Fall. Also
Das ist auch ein Grund, warum ich natürlich von dem Leica-Konzept überzeugt bin. Das ist definitiv so. Aber du bist jemand, der diese Möglichkeiten der Automatik, die man dir gibt, auch nutzt. Also du nutzt die ISO-Automatik an der Kuh, zumindest ja. Wir reden jetzt noch von der Kuh. Die Kuh hat auch Autofokus, du nutzt also daher vermutlich auch den Autofokus, wenn möglich. Und der von der Kuh ist auch ganz schnell, also das ist nichts, was sehr langsam ist. Und du nutzt auch, das heißt, im Prinzip, wenn du jetzt Autofokus, die ISO-Automatik und auch die Zeitautomatik einstellst, dann hast du im Prinzip eine vollkommen automatische Kamera. Schnappschuss. Ja gut, die Zeitautomatik, es kommt darauf an, welche Fotos. In der Regel meistens habe ich die schon auf 500stel oder 750stel, okay. 1000stel gestellt. Und bei der Blende, je nachdem, das heißt, wer jetzt meine Bilder kennt, der weiß, dass die eigentlich eher scharf sind. Das heißt, ich bin jetzt nicht so der Offenblendfotograf. Das heißt, ich mache es eher wie bei den klassischen Streetfotos F8. Ne? Da ist alles scharf. Das habe ich auch bei der Kuh oft gemacht. Ne? Weil ich natürlich selbst mit dem schnellen Autofokus, wenn man, sag mal, Bewegungen einfrieren möchte, die so schnell ist, dass ich 1000 Sekunden braucht, da kann es auch sein, dass der Autofokus irgendwas falsch fokussiert. Sodass ich auch jetzt bei vielen Bildern, auch mit der Kuh, die Einstellung auf 500, 750stel von der Zeit und F8 und dann eben die ISO, je nachdem, wie halt Licht, ging die halt hoch oder runter, ne, auf ISO-Automatik. Also ich habe schon sehr viel manuell eigentlich eingestellt. Okay, so, und jetzt hast du erzählt, du warst dann in Wetzlar beim Oliver Richter und hast dich davon überzeugen lassen, dass eine M dann der nächste Schritt zur Q ist und hast so die M240 gekauft, also quasi der Vorgänger von der jetzigen M10-Serie. Das war aber dann konsequent der nächste Schritt, also von der mehr oder weniger ganz viel könnenden, ganz großen Menüpunkte, viele Menüpunkte Canon auf die etwas reduzierte Q, die auch noch relativ im Vergleich zur M viel kann. Und jetzt bist du bei der M gelandet, die hat mal ISO-Automatik, das hat sie und die hätte theoretisch auch eine Blendenvorwahl. Blende automatisch geht gar nichts. War das für dich eine große Umstellung? Ja, natürlich. Also ist, und schon eine zweite Frage schließe ich da jetzt noch gleich an, vielleicht beantwortest du das gleichzeitig. Warum warst du mit der Kuh plötzlich nicht mehr ganz so zufrieden? Ja, also ist natürlich klar, die 28 mm, wobei ich 28 mag, also meine Lieblingsbrennweite jetzt im Street-Bereich ist eigentlich 28. War eine Zeit lang auf 21, aber mittlerweile finde ich 21 fast zu weit. Also 28 finde ich perfekt. Das ist eigentlich so meine Brennweite, muss ich sagen. Aber ich habe halt letztendlich mit der M die Möglichkeit, doch auch mal eine andere Brennweite zu nehmen. Und ich fand es eben gut, dieses noch reduziertere Konzept, weil ich dann doch gemerkt habe, dass dadurch, dass ich oft eben mit F8 auch an der Kuh fotografiert habe, ich eigentlich den Autofokus gar nicht brauche. Und wenn ich jetzt bei 28 mm mit F8 fotografiere, dann ist ab irgendwie 1 Meter oder 1,20 Meter alles scharf. Und näher gehe ich ans Motiv sowieso nicht ran. Und das war eigentlich so das, wo ich sage, ich brauche den Autofokus nicht. Gut, klar, macht da auch mal bei schlechteren Lichtverhältnissen mit einer niedrigen Blende fotografiert. Dann kamen natürlich auch mal Bilder raus, die dann ein bisschen unscharf waren. Das gehört dazu zur Erfahrung eines M-Nutzers. Aber ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der typische M-Nutzer, weil ich muss definitiv gestehen, ich fotografiere eigentlich fast nie mit dem Messsucher. Jetzt werden wahrscheinlich die M-Fotografen aufschreien, sondern ich bin ein Freund des Visoflex. Also bei der M10 nutze ich den Visoflex und dann hatte ich mir für die M24 hatte ich diesen EVF2 mir gekauft, weil ich das brauche, dass ich eben das fertige Bild im Sucher sehe. Ich habe auch die Gitternetzlinien eingeblendet, um Linien zu komponieren. Und ich habe auch den Sucher gleich auf Schwarz-Weiß gestellt. So, vielleicht jetzt kurz dazu. Ja, auch da vielleicht nur zur Ergänzung, diese elektronischen Viewfinder, EVF bzw. Visoflex, das sind im Prinzip kleine Bildschirme, die man auf den Blitzschuh steckt und anstatt, dass man das Display hinten an der Kamera hat, kann man jetzt quasi wie bei einer klassischen Kamera oben reinschauen und schaut zwar durch Sensoren, aber mehr oder weniger durch die Linse wieder raus. So wie du sagst, der Vorteil ist, man sieht das Bild, du siehst die Schärfentiefe, du siehst das Licht, du siehst die Überbelichtung oder Unterbelichtung, also du siehst mehr oder weniger wie bei einer neuen, spiegellosen Kamera das Bild fertig im Sucher.
Allerdings für deine Art von Fotografie, hätte ich jetzt gesagt, hast du dadurch Ausschuss. Denn was dieser elektronische Sucher macht, er erzeugt eine gewisse Verzögerung. Bei der 240 noch mehr wie bei der M10, aber technisch geht das jetzt nicht anders. Und gerade bei der M oder mit der Messsucher ist ja einer dieser alten Werbungen, dass du quasi mehr oder weniger sofort auslöst, ohne jegliche Verzögerung, weil es ja keinen elektronischen Schirm dazwischen gibt. Ist dir das passiert, dass du durch diesen Sucher dadurch Action-Szenen versäumt hast, weil die Kamera nicht schnell genug ausgelöst hat? Also vielleicht wir müssen nichts verkaufen da hier, wir können einfach reden. Ne? Nee, das hört eh niemand. Vielleicht das ein oder andere Mal, aber letztendlich eigentlich nicht. Also ich muss sagen, der wesentliche Vorteil von dem, also hier, wenn wir jetzt mal über die M10 sprechen, von dem Visoflex ist der, dass ich den auch kippen kann. Also ich kippe den oft auf 90 Grad, weil ich die Kamera oft sehr tief nach unten halte, auf teilweise durch das Weitwinkel bedingt auf Bodenhöhe. Und sonst, wenn ich jetzt mal durch den Messsucher gucken müsste, müsste ich mich auf den Boden legen und da unten am Boden rumkrabbeln. Ne? Und so hocke ich mich und schaue einfach von oben 90 Grad in den Sucher rein, halte die Kamera recht tief. Und jetzt, sagen wir gerade für die Actionaufnahmen ist es auch so, dass ich natürlich jetzt die Serienbildfunktion nutze. Das heißt, man kann ja bei der M jetzt gibt ja dieses Single oder Continuously auf diese Serienbildaufnahmen schnell, heißt es glaube ich, umstellen. Und wenn ich jetzt weiß, ich mache eine Action-Szene, dann mache ich gleich, dann lasse ich die durchlaufen. Dann mache ich die 4-5 Bilder pro Sekunde. Mehr geht ja aufgrund des Pufferspeichers nicht. Und da ist dann, wenn ich Glück habe, ein Bild dabei, das passt. Ne? Aber das, klar, ne? Es ist natürlich ein Ausschuss dabei, aber das ist in der Art der Fotografie, die ich mache, normal, ne? dass ich einen gewissen Ausschuss habe. Ne? Und wenn ich eben den richtigen Zeitpunkt erwische, dann habe ich eben das perfekte Bild. Und das kann natürlich dauern. Ne? Das ist einfach so. Aber nochmal, jetzt letztendlich, der Vorteil für mich ist, dass ich kann das fertige Bild sehen. Ich habe auch die Gitternetzlinien, die kann man ja einblenden in den Sucher, damit ich die Kamera dementsprechend an Linien ausrichte. Und wenn ich jetzt auch mit mehr wie 28 mm, auch mit 21 mm fotografiere, dann der Messsucher geht dann nur bis 28 mm. Das heißt, sobald ich weitergebe, ich habe zum Beispiel auch in einem Leica-Workshop, dann später noch einen Monochrom-Workshop besucht beim Siegfried Bück. Da habe ich mir das Tri-Elmer M ausgeliehen, habe da viel mit 16 mm auffotografiert und da braucht man den EVA, also den Visoflex Aufstecksucher. Ne? Und ich habe mich einfach da an diese Arbeitsweise gewöhnt, sodass eigentlich der Messsucher für mich nie ein großes Thema war. Ne? Also das ist einfach so. Und dadurch, dass ich auch das Display auf Schwarz-Weiß gestellt habe, jetzt bei der M240, mittlerweile nutze ich ja die Monochrom, das ist eh schwarz-weiß, brauche ich nicht umstellen, ist für mich das Wesentliche, dass ich schon in schwarz-weiß sehe, weil ich meine Bilder baue ich dementsprechend auf, das heißt, wer meine Bilder kennt, der weiß, ich arbeite mit starken Kontrasten, ich arbeite mit hell, ich arbeite mit dunkel, ich arbeite mit Licht und Schatten, auch sehr viel mit Gegenlicht und da manchmal arbeite ich auch mit blenden Sternen, wo ich dann auf F16 abblende. Da brauche ich einfach diese technische Hilfe. Das geht mit dem Messsucher nicht. Wie lang bist du mit dem ausgekommen? Bis du drauf kommst und sagst, okay, tolle Sache, aber es gibt noch was anderes. Zurück zu dem, mit dem ich angefangen habe. Ne? Ja, es gibt ja die SL, die kam, glaube ich, auch dann 2015 oder 2016 raus. Hatte ich mir damals natürlich auch mal angeschaut, haben sich die Geister gestritten. Ne? Da ging es ja, gab ja Leute, die haben die gelobt mit dem Bauhaus-Design, andere haben sie verteufelt, die wäre so groß und schwer. Ich habe sie mir angeguckt, habe sie zur Kenntnis genommen, habe dann aber gesagt, boah, jetzt komme ich ja zu Canons Größen zurück, ne? Das ist nicht das, was ich will. Und habe sie dann eigentlich links liegen gelassen, das muss ich ehrlich sagen. Aber immer die kam immer wieder hoch und jetzt kam ja die SL2 raus und die habe ich mir dann mal angeschaut und der Sebastian vom Leicasterstone Nürnberg hat mir die freundlicherweise Anfang diesen Jahres mal zur Verfügung gestellt für ein Wochenende und die Kamera blieb dann bei mir. Ne? Das war irgendwie so eine Gebrauchtkamera, die er mir da ausgeliehen hatte mit dem 2490
Und habe gesagt, du Sebastian, also brauchst gar nicht wieder abholen. Ne? Bleibt jetzt da die Kamera. Ne? Weil ich nach diesem Wochenende so überzeugt war von der Kamera, weil das natürlich, ja, natürlich diesen elektronischen Sucher mit, ich glaube, 5,7 Millionen Pixel oder was, der Auflösung, und der ist extrem gut. Ne? Und den habe ich natürlich dann auch auf schwarz-weiß umgestellt, auch die Gitternetzlinien eingeblendet, sodass ich dann eine Kamera habe, wo ich dann keinen Aufstecksucher brauche, sondern habe letztendlich die Kamera, die schon nach diesem Prinzip arbeitet, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Habe natürlich eine größere Kamera und eine schwere Kamera wie der VDM. Das heißt, ich fotografiere jetzt mittlerweile sehr viel mit der SL2, aber ich fotografiere andere Sachen mit der SL2. Das muss ich dazu sagen. Mit der M bin ich bei der Actionfotografie irgendwo schon an Grenzen gestoßen. Wie du sagst, das mit der Auslöseverzögerung und sag mal, der wesentliche Punkt ist auch natürlich der Pufferspeicher und die Serienaufnahmengeschwindigkeit. Der Pufferspeicher ist ja bei der Monochrom bei 2 GB und bei der SL2 ist es doppelte 4 GB. Das heißt, ich arbeite eigentlich immer mit AFC, das ist die Funktion Autofocus Continuously. Das heißt, er verfolgt das Motiv und stellt es dann immer scharf. Und ich habe bei der Serienbildfunktion, da gibt es ja langsam, mittel und schnell. Also ich nutze eigentlich die mittlere Serienbildfunktion. Und da kann ich bis zu 6 Bilder in der Sekunde machen. Und wenn ich dann jetzt so Aufnahmen mache vom Skateboard fahren, dann spreche ich mit den Leuten auch ab und sage, okay, ich fahre jetzt dahin, mache den und den Trick. Dann tue ich die Kamera voreinstellen. Und dann drücke ich drauf, wenn er da ist. Und dann muss natürlich eins der Bilder das Richtige sein. Und das ist natürlich der Ausschuss bei der SL2 ist deutlich geringer wie jetzt bei der Monochrom. Deswegen ist es eigentlich so, dass ich die reinen jetzt Sport-Action-Aufnahmen mittlerweile ausschließlich mit der SL2 mache. Und andere Sachen, jetzt normale Street, Architektur, Landschaftssachen, nach wie vor die Monochrom. Wobei ich auch in letzter Zeit auch mal wieder mit der Monochrom auch mal Sportsachen gemacht habe, weil ich mag den Look der Objektive. Die M-Objektive haben einen gewissen Look. Jedes Objektiv hat seinen eigenen Charakter. Und das mag ich natürlich auch. Deswegen ist die Kamera natürlich auch noch in Benutzung. Lass uns einmal auf eines dieser Bilder, die du jetzt Mitte August diesen Jahres mit der M geschossen hast, für das Skateboard, einmal zurückgehen. Das hören die Hörerinnen und Hörer jetzt im Radio, im Podcast nicht. Ich blende mal hier für uns, damit wir uns leichter tun beim Reden, dieses Bild ein. Es geht jetzt, und ich werde das Bild in den Shownotes beziehungsweise im Blog dann einbauen, damit man sieht, von was wir da reden. Also wir reden hier von einer Halfpipe, ist glaube ich das Wort, was ich suche. Also nee, das ist ein ja, also wer jetzt Olympia geguckt hat, das Skateboardfahren ist ja jetzt olympisch geworden, ne? Seit diesem Jahr, und da gab es zwei Disziplinen. Es gibt die Street-Disziplin und dann gibt es Bowl, nennt sich das. Bowl ist eine Schüssel, das kommt aus Kalifornien. Da haben die Jungs früher die Pools abgelassen und sind in den Pools gefahren. Und die werden mittlerweile künstlich nachgebaut. Bei uns in Würzburg gibt es schon seit Jahren einen Skatepark. Und die haben letztes Jahr eine neue Bowl gebaut. Eine riesen Schüssel, und dieses Bild ist in dieser Bowl entstanden. Also vielleicht noch kurz, was man sieht. Also man sieht einen Rand dieser Schüssel, also das geht so schräg nach oben. Da schwebt ein junger Skateboardfahrer, das Brett und Füßen gefühlt verloren. Also der schwebt da so im Sitzen in der Luft, das Board unter ihm gefühlt, würde man sagen, steht fast quer zu ihm, also sicher nicht so, dass er da drauf jetzt stehen wird, auch wenn er das wahrscheinlich dann am Ende tut. Hände zur Seite gestreckt, faszinierend ist, du hast genau den Moment erwischt, wo im Hintergrund dieser Baum, schaut aus wie eine Birke, also dieser Baum hier genau hinter dem Skateboardfahrer ist, sonst ist da gar nichts. Schwarz-Weiß, klar, mit Leica M10 Monochrom und mit dem 21 mm aufgenommen. Und das ist das, was man hier für mich jetzt wieder sieht, die Dynamik in dem Bild, die diesen Schüsselrand so mächtig wirken lässt, weil ich würde jetzt sagen, du bist jetzt da in der Schüssel drinnen, du liegst an der Wand dieser Schüssel und sagst dem Spring. Genau so ist es. Also diese Schüssel ist auch schon, wenn man die mal echt sieht,
mächtig. Also was die Jungs da machen, ist schon einflößend. Wir sind zwischen 1 und 2 Meter teilweise. Es gibt da noch Walls, die sind 3-4 Meter hoch. Dieser Part, wo er jetzt auch erst von außen in die Bowl reingesprungen, macht einen sogenannten Hardflip. Das heißt, da dreht sich das Board um sich selber. Und habe ihn genau in dem Moment erwischt. Also ich habe auch eine Serienaufnahme gemacht. Das heißt, da gibt es eigentlich 3 Bilder. Und das ist eben das Bild, wo mir der Moment am besten gefallen hat, das ich da ausgewählt habe. Und er fliegt eben in die Bowl rein. Und was ich eigentlich besonders faszinierend finde an diesem Bild, ist das auch, das ist eben das Typische jetzt für meine Sachen, das Licht. Das Bild habe ich gegen Abend aufgenommen, weil die Sonne steht genau gegenüber. Das heißt, das Licht kommt von der anderen Seite und wirft Schatten von den Bäumen an die Wand der Bowl. Und das habe ich natürlich bei der Monochrom schön rausarbeiten können über die Lichter und Schatten, weil da kann man extreme Reserven rausholen, sodass man das Bild hier schön gestalten kann. Was ich am schönsten eigentlich an dem Bild finde, ist, rechts oben ist ein Vogel, der da vorbeifliegt. Das macht noch so das gewisse Etwas an dem Bild. Das habe ich ja später dann entdeckt. Ich habe gedacht, das ist ein Sensorfleck oder so. Aber dann, nein, das ist ein Vogel, der da oben fliegt. Und das bringt dann nochmal das i-Tüpfelchen an dem Bild. Ja. Aber da sieht man, man kann Actionaufnahmen eben auch mit der Monochrom machen. Und wie du gesagt hast, ich war tief am Boden gelegen. Kamera fast eigentlich am Boden der Bowl. Wieder mit dem Visoflex nach 90 Grad oben gekippt. Und dass ich dort reingeguckt habe und eben, ich habe dann natürlich, dass man sich, man muss aufpassen, dass man sich nicht verletzt, ne, dass der Fahrer auf einen springt. Deswegen machen wir da erstmal eine Demo-Sache, wo er einmal so springt, dass er, okay, ich komme da und da auf, du kannst dich da und da hinstellen, ne? Mhm. Und dann positioniert man sich mit der Kamera und bei dem Bild sieht man ja gar nicht, wenn der kommt, man hört erstmal rollen, ne? Und dann springt er und dann muss ich natürlich genau in dem Moment abdrücken, ne? Das heißt, dann läuft dann die Kamera durch, der Pufferspeicher kommt ans Ende, sage ich mal, bis die Kamera nicht mehr kann. Ne? Also ja. Der rattert dann durch und da muss man eben drauf hoffen, dass das der richtige Moment dabei ist. Ne? Jetzt für mich diese Skater, die ziehen aber so wie einen roten Faden durch diese ganzen Bilder. Also Skater sind immer wieder, skatest du selbst? Also früher, nicht mehr, da bin ich so alt für. Wobei ich ja Freunde habe, die sind auch schon über 40, also ich bin jetzt 45, die sind von der Senior Skate Gang aus Würzburg, das sind die Ü40 Skater. Die gibt es wirklich. Aber ja, doch, aber nein. Also ich bin früher mal Skateboard gefahren, so bis ich 16 war und dann hatte ich auch mal einen schlimmen Unfall. Ich hatte meinen Arm am Gelenk gebrochen und dann habe ich den Sport aufgegeben. Später bin ich zum Snowboarden noch gekommen, weil wenn man so in dieser Szene drin ist, das ist ein gewisser Lifestyle, ne? Skateboard, Surfen, das macht einfach Spaß. Die Leute sind locker, die sind nett und weltoffen und da ist man irgendwo dann immer dem noch verbunden, ne? Und da kommt einfach die Affinität dazu. Man kennt dann noch vielleicht den einen oder anderen Trick von früher oder auch mal den einen oder anderen Fahrer noch von früher. Und da kommt natürlich dann auch mit den Leuten viel schneller ins Gespräch, wenn man, sag mal, auch Erfahrungen hat. Wenn es ein Fotograf, sag mal, der jetzt überhaupt nicht aus der Skateboard-Szene kommt und sagt, er möchte jetzt Skateboarder fotografieren, der wird sich wahrscheinlich am Anfang schwer tun. Ne? Also selbst bei mir war es so, also eben klar, ich habe meine ersten Bilder waren jetzt auch nicht so, sag mal, skateboard-technisch optimal. Also ich habe mich da auch mit diversen Leuten dann mal beraten, habe natürlich auch mir Bücher gekauft von verschiedenen Fotografen, die auch Skateboard fotografieren, das ein bisschen studiert und habe dann auch über Instagram mit dem einen oder anderen Fotografen, zum Beispiel Fabian Reichenbach, der macht viel Skateboard-Fotografie, der hat mir sehr wertvolle Tipps gegeben, wie man jetzt die Skateboard oder was bei Skateboard-Fotografie essentiell ist und dann habe ich meine Arbeitsweise auch dementsprechend dann umgestellt. Also die Skateboard-Fotografie ist anders wie jetzt die Street-Fotografie. Man macht oft den Anfang oder den Fehler, dass man mit dem Ansatz rangeht, wie ich Street-Fotografie mache, also klassische Street-Fotografie, so kann ich keine Skateboard-Fotografie machen, weil bei Street-Fotografie gehe ich ja doch oft nah an das Motiv ran. Und bei Skateboard-Fotografie ist es eigentlich eher so, dass man den Spot, das heißt Spot ist sozusagen das, was die Skater skaten, das ist in dem Fall die Bowl oder ist es eine Treppe oder ein Rail, den muss man zeigen, die Anfahrt, den Trick
und die Abfahrt, dass man auch erkennt, wie schwer oder ist der Trick. Und dann natürlich auch der Trick, dass der gelingt und dann eben im richtigen Zeitpunkt abzudrücken. Ne? Das heißt, das ist natürlich am Anfang auch passiert, dass man den falschen Zeitpunkt erwischt hat. Das ist eigentlich so das Entscheidende und das Herausfordernde. Das muss man erstmal lernen, umstellen. Okay. Soweit zu diesem ersten Bild, weil wir gesagt haben, ja, man kann mit der M auch diese Sportaufnahmen machen, in dem Fall komplett ohne Autofokus. Das heißt, der Autofokus kann auch nicht daneben liegen. Aber der Trick hier, der Hintergrund hier ist natürlich 21 mm. Da muss man schon ganz viele Dinge machen, damit sie unscharf werden, die Bilder. Also aus Sicht der Entfernung. Weiß ich nicht, wie viel Abstand das ist. 2 Meter Abstand würde ich jetzt einmal schätzen auf dem Bild, wobei da könnte man sich irren. Sogar noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja, da ist keine Unschärfe mehr im Bild. Nicht durch Schärfentiefe und Blendeneffekte. Also das geht gar nicht bei diesem Objektiv. Aber du bist ja jetzt immer mehr auf die SL, wie gesagt, für diese Sport-, für diese Actionaufnahmen, weil halt doch wahrscheinlich das ein oder andere dann, so wie du auch sagst, kontinuierlicher Fokussierungsmodus. Das heißt, wenn der Skater auf dich zufährt oder ähnliches, dann ist das sicher um einiges leichter. Was war die größte Herausforderung? Oder ich frage anders. Wenn du jetzt sagst, heute gehst du mit der Monochrom, morgen gehst du wieder mit der SL, wie lange brauchst du, um dich umzustellen? Ja, also wenn du sagst, du gehst heute fotografieren, zumindest bei mir ist so, dann brauchst du eine gewisse Zeit, bis du in diesen Fotografiemodus kommst. Also du gehst auf die Straße, am Anfang siehst du noch gar nichts und dann fängst du an, Fotos zu machen und irgendwann einmal siehst du immer mehr Motive, denkst immer mehr mit der Kamera. Aber wie lange brauchst du, um das zu wechseln? Auf der einen Seite hast du theoretisch die Farbe an der SL, wobei du hast die JPEG-Einstellung auf Schwarz-Weiß. Auf der anderen Seite hast du eine Monochrom, wo man alles manuell machen muss. Da gibt es kein Folgen mit Autofokus, da musst du selber am Entfernungsring drehen, wenn die Objekte näher kommen. Welche Umstellung ist das für dich? Oder ist das so, dass du sagst, ich habe beide Umhängen und je nachdem, was ich mache, drücke ich auf den Auslöser? Ja, also wenn ich fotografieren gehe, dann gehe ich eigentlich in der Regel gezielt fotografieren. Das heißt, ich bin jetzt nicht so der wahrscheinlich typische Streetfotograf, der einfach mal losgeht und denkt, es kommt irgendwas, sondern ich gehe schon eher sage, okay, ich habe es heute vor, zum Beispiel treffe ich mich mit dem und dem und da treffen wir uns an dem und dem Punkt und da wollen wir das und das fotografieren. Und danach wähle ich die Kamera dann aus. Das heißt, ich nehme entweder die M mit oder die SL. Beide nehme ich nicht mit. Und da ist eigentlich die Umstellung marginal. Also weil ich beide Kameras, denke ich, so verinnerlicht habe. Und dadurch, dass auch die Bedienkonzepte, das heißt, das ist ja das Schöne an Leica, ich habe der Rücken, ne? Die Knöpfe sind ja eigentlich identisch zur M bei der SL. Mittlerweile, natürlich bei der SL im Menü, ja genau, oder SL2, ne? Haben natürlich im Menü mehr Einstellmöglichkeiten, aber da habe ich auch meine Voreinstellkonfiguration getroffen, sodass ich dann, wenn ich die Kamera nehme, eigentlich da gar nicht groß umdenken muss. Und auch bei der SL ist es so, ich tue dann auch die Blende einstellen, die ich haben möchte und natürlich dann dementsprechend auch die Belichtungszeit, eben wenn ich Sport- oder Action-Sachen mache, natürlich meistens 500, 750 oder 1000stel ISO-Automatik, das habe ich eigentlich immer. Mhm. Und dann geht's los. Ne? Das ist eigentlich so der Punkt. Ne? Also eine Umstellung, ich denke, die Kamerawahl kommt dann eher vom Motiv oder von dem Tag, wo ich sage, jetzt gehe ich raus und möchte jetzt das fotografieren oder ich möchte das fotografieren. Also okay, jetzt nehme ich die Kamera mit. Oder auch, welches Objektiv ich jetzt zum Beispiel einsetze. Ne? Weil an diesem Tag habe ich gesagt, ich möchte jetzt wirklich mal mit dem 21er, dass ich mal so diese Größe dieser Bowl zeigen kann. Und ich wollte auch bewusst eben die Stärke der Monochrom einsetzen, weil einfach die Schwarz-Weiß-Bilder von der Monochrom doch noch gewissen anderen Touch haben, wie jetzt auch selbst von der SL, wobei die SL2, die Schwarz-Weiß-Bilder mir definitiv sehr gut gefallen, also deutlich besser wie jetzt bei der Q2, das kommt wahrscheinlich dann, oder bei der Q, nicht bei der Q2, weil die Q2 hat den gleichen Sensor wie die SL2, da war doch auch nochmal ein Sprung, das heißt, die Schwarz-Weiß-Bearbeitung fällt mir da jetzt auch nicht zu schwer, also das heißt, so mit den Rohdaten von der M240 oder von der Q hatte ich dann jetzt im Vergleich zur Monochrom schon eher Probleme. Ne? Weil bei der Monochrom, ich arbeite eigentlich nur mit den Tonwerten
brauche ich nicht viel einstellen. Und dann sind meine Bilder bearbeitet. Ne? Und das mache ich eigentlich bei der SL2 auch. Das ist eigentlich jetzt keine große Umstellung. Mhm. Das heißt, eigentlich die Kamerawahl hängt dann wirklich davon ab, was ich an dem Tag machen möchte. Und auch welches Objektiv ich einsetzen möchte. So, das heißt, du hast im Kopf, an diesem Wochenende möchtest du wieder Skater fotografieren, weil Wetter passt noch oder eben nicht, weil Wolken am Himmel sind oder blauer Himmel hier, in dem Fall ist ja grau. Und dann gehst du her, nimmst deine Kontakte, rufst den Skater an und sagst, hey, von dir weiß ich, du kannst, wie hat das geheißen, wenn man da hinfährt mit dem Sieper, das glaube ich, du kannst diesen Hardflip, kannst das gut, super, lass uns doch einmal ein paar Aufnahmen machen. Oder gehst du da hin und sagst, hoffentlich ist hier in Kanada oder da sind eh immer Leute? Nee, das eigentlich nicht, weil das ist eher kontraproduktiv. Weil also man muss sich, es ist schon so, dass man sich gezielt dann mit jemandem verabredet. Ne? Wo okay. man eine Mail schreibt oder so und sagt, okay, jetzt weiß ich, die sind an dem Tag an dem und dem Spot. Mhm. Und dann komme ich da dazu. Manchmal diesen ganzen Tag, da komme ich mal eine halbe Stunde dazu, mache ein paar Aufnahmen und dann fahre ich wieder. Ne? Das ist und da ist eigentlich natürlich für mich entscheidend das Wetter. Ne? Weil ich brauche das Licht. Ne? Und deswegen fotografiere ich meistens entweder früh morgens, wobei da die Jungs noch nicht auf sind meistens. Also eher dann gegen Abend. Ne? Und das hängt natürlich dann auch von der Jahreszeit ab, weil das, ja. sag mal, die Sonne geht ja unterschiedlich unter. Ne? Im Winter kann man natürlich dann da schon eher losgehen, ne? wie jetzt im Sommer. Und wenn ich jetzt, der Tag war übrigens, zwar das Bild ist zwar grau, aber da war strahlend blauer Himmel. Ja. Bei diesem Bild, was wir gerade besprochen haben, weil die Sonne eben von der Seite kam. Also, wobei natürlich jetzt auch, wenn Wolken da sind, habe ich auch schon mal ein Foto gemacht von einem BMX-Fahrer, was auch eigentlich zu einem meiner Lieblingsfotos gehört. Da hatte ich so einen dramatischen Wolkenhimmel im Hintergrund. Das hatte ich auch mit der Monochrom, auch mit dem 21er gemacht. Da hat er so ein 360 über so eine Rampe gemacht. Und also man tut sich schon gezielt mit den Leuten verabreden und sucht dann auch gezielt Spots oder eben diese Orte aus, wo die sind. Ne? Jetzt irgendwo hinzufahren, zu hoffen, da ist einer, das macht eigentlich wenig Sinn, weil es kann dann natürlich sein, dass da Fahrer sind, die erstens nicht wollen, dass sie fotografiert werden. Das natürlich muss man ja auch immer aufpassen mit Datenschutz und solchen Dingen. Genau, das ist das Bild von dem C60. Und da braucht man natürlich auch Fahrer, die, sag mal, natürlich auch ein gewisses Können dann auch haben. Ne? Mhm. Wo man dann sagt, es kommt ja auf die Schwierigkeit des Tricks an, wenn jetzt einer gerade Anfänger ist oder so, der kann dann in der Bowl nicht fahren, das ist einfach zu gefährlich. Ne? Ja. Der kann dann solche Tricks dann auch nicht. Ne? Das ist einfach der Punkt. Ne? Super. Also eigentlich komplett geplant. Definitiv. Die Planung geht dann auch schon so weit, dass du dir sogar überlegst im Vorfeld, welches Objektiv du mitnimmst ja. und die anderen bleiben dann auch zu Hause. Also du hast mir im Vorfeld geschrieben, du hast ja die SL2, du hast das 16 bis 35, also quasi diesen Weitwinkel. Ich würde jetzt einmal sagen, für die Aufnahmen, die wir hier sehen, ist das wahrscheinlich die Brennweite, die du meistens nutzt. Zumindest würde das auch zu dem 21er passen, das du an der Monochrom verwendest. Dann hast du noch das 24-90 und das schöne 35er 2.0 Apo. Ja. So, das heißt, du überlegst wirklich, du konzeptionierst im Kopf schon dein Bild so, dass du Kamera und Objektiv und den entsprechenden jungen Mann da, Frau aussuchst, damit das alles zusammenpasst. Dann gehst hin, machst das Foto und fährst wieder. So ist es, ja. Okay. Also oft ist manchmal ist es sogar, dass ich die Spots mir vorher anschaue. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich dann hingefahren bin, wo noch keiner da ist und geguckt habe von mich, wo kommt das Licht, von welcher Tageszeit kommt das Licht, mache manchmal im Handy Probeaufnahmen, damit ich das sehe für mich und tue dann wirklich gezielt planen, sagen, okay, an dem Tag da kommt die Sonne von da, da kommt sie von da und das am besten fotografiere ich, weiß ich, um 16 Uhr oder 17 Uhr und dann weiß ich zum Beispiel, die Leute sind jetzt, die meisten sind einen halben Tag da, die sind ja mehrere Stunden dort. Dann schreibe ich die an, also okay, ich komme dann um 16 Uhr mal vorbei. Ne? Und die sind dann was um 13 Uhr schon da, dann sind die schon eingefahren, das ist noch besser, ne? weil die müssen sich immer warm fahren. Und dann macht man da ein paar Fotos und geht wieder. Ne? Also so läuft es eigentlich ab. Ne? Und oft ist es auch so, dass ich die Orte öfter besuche, weil sich das Licht ja auch verändert, abhängig von der Tages- und Jahreszeit. Und auch
ja, auch natürlich die Umgebung, da kann mal Wolken sein, Sonne sein und oder ein anderer Fahrer sein. Also die Einflüsse sind ja immer wieder unterschiedlich. Ne? Und das finde ich auch immer spannend, dass ich die viele Orte öfter besuche und jedes Mal andere Fotos rauskommen. Und ich überlege mir dann im Vorfeld, abhängig natürlich von dem Spot, welches Objektiv passt da jetzt. Das brauche ich eher weitwinklig oder eher Tele. Und ich nehme eigentlich maximal zwei Objektive mit. Also ein Objektiv auf der Kamera und eins in der Tasche zum Wechseln. Weil ich einfach beweglich sein möchte. Und ja, das ist eigentlich so meine Arbeitsweise. Verwendest du eine App am Handy, um die Lichtstellung zu erkennen, wann die Sonne kommt? Es gibt ja Sunseeker, Fotobills oder ähnliches, wo du sagst, wo du bist und dann zeigt dir die App an, um wie viel Uhr die Sonne aus welcher Richtung kommt. Gehst du hin und sagst, ich schätze ja mal. Nee, mit der App habe ich jetzt noch nicht gearbeitet, ne, sondern man guckt halt raus, wie ist das Wetter heute oder so. Ne. Da kann es halt auch sein, dass wenn das Wetter oder das Licht einem nicht passt, weil es so grau ist, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ne. Da gehe ich dann gar nicht fotografieren. Ne. Das brauche ich dann gar nicht rausgehen. Ne. Bei solchen Bildern auch mal, machst du das Licht auch mal selber? Also um nicht zu sagen, stellst du da mal einen Blitz hin, um diese Sportfotografie noch ein bisschen diesen Party-Look oder so ähnlich hat man da mal gesagt, also quasi das noch mit dem Blitz da anzuleuchten, damit die noch sich mehr abheben vom dunklen Hintergrund? Ja, also das ist in der Tat natürlich gerade also die professionellen Skateboard-Fotografen, die arbeiten fast ausschließlich mit Blitzen. Ne? Das heißt, die haben eigentlich ganze Blitzanlagen dabei. Das heißt, die haben also einen Fernauslöser auf der Kamera und haben dann meistens 4-5 Blitze, wo die letztendlich den ganzen Spot über Stative ausleuchten. Das ist mir zu aufwendig, muss ich sagen. Ne? Weil ich habe es mal probiert. Ich habe mir vom Leica Store mal zwei, diesen SF60, das ist ja der Blitz, den man für die SL verwenden kann. Der gibt es auch mit Fernsteuerung. Den hatte ich mir mal ausgeliehen und auch mal getestet. Habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, aber war da eigentlich nicht so zufrieden, weil die Blitzfotografie ist doch was ganz anderes. Da muss man komplett umdenken. Und sicherlich ist es interessant. Also denke ich mal, ich werde es früher oder später auch vielleicht mal wieder aufgreifen, weil man dort auch natürlich auch Effekte erzielen kann, auch gerade die Skater so isolieren kann und auch vielleicht, wenn es schon dunkel ist, der Hintergrund dunkel, der Fahrer hell, kann man natürlich auch spannende Sachen machen. Aber ich fotografiere doch eher so Available Light. Ne? Und dadurch, dass ich ja viel mit Hell und Dunkel, Licht, Schatten arbeite, auch viel Gegenlichtaufnahmen mache, würde der Blitz das ja eher kaputt machen. Also und dann fehlt mir auch da ein bisschen die Flexibilität, weil ich bin gern schnell am Ort und wieder schnell weg. Ne? Und wenn ich dann natürlich da irgendwie 10 Koffer mitschleppen muss und aufbauen muss, das ist mir dann zu aufwendig. Ne? Deswegen hatte ich das mal versucht mit diesen portablen Blitzen und das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil der ist recht klein, dieser F60. Den kann man auf die Kamera drauf machen oder man stellt den irgendwie ein Stativ mal schnell, wenn man im Auto ein Stativ hat, irgendwo hin. Da muss man sich halt nochmal einarbeiten. Ne? Das ist richtig. Also das ist schon auch nochmal ein extra Feld. Ne? Also, aber beim Blitzen scheiden sich ja die Geister. Ne? Bei der M ist es ja schon fast teuflisch zu blitzen. Ne? Also deswegen, das ist, aber ist ein extra Feld, denke ich mal. Ja, nur also ich zähle zu denen, die sagen, wenn jemand blitzen möchte, soll er blitzen. Ja, genau. Da ist ein Blitzschuh drauf. Der Blitzschuh funktioniert mehr oder weniger gut. Und wenn man weiß, was man tut, kann man damit Licht produzieren. Und warum soll man das nicht nutzen? Also zu sagen, nur weil ich eine M habe, ist der Blitz verboten oder eine Blitzanlage verboten, das ist etwas, das sehe ich anders. Aber ja, das ist wieder so eine Grundsatzphilosophiefrage. Ne? Also, ich habe einen Blitz und die Fernsteuerung dazu, weil abgesetzt Blitzen ist immer noch ein bisschen spannender. Entfesselt, als wenn du den direkt irgendwo hinblitzt, aber zum Aufhellen ist das auch immer ganz nett. Und das ist auch das, was ich in den Workshops sage. Zu viele Blitze gleichzeitig ist schon gefährlich. Ja, also zwei Blitze gleichzeitig ist schon spannend. Von wo muss ich jetzt welchen Blitz noch heller und dunkler machen? Und wenn ich den heller mache, muss der andere nachjustiert werden und so weiter. Und eben ich schmunzle immer, wenn du so bei Amazon und anderen Verkaufshäusern schaust, das Blitzeinsteiger-Set mit 5 Blitzen und noch Stativen und noch Lichtformer und das alles für das erste Shooting mit einem Blitz. Da haben wir ein ganzes Zimmer, Studio voll mit irgendwelchen Gedöns und wenn du mal an einem Blitz irgendwo drehst, ist entweder alles weiß oder alles schwarz oder sonst was.
Also, sehr geehrte Damen und Herren, wenn, fangen Sie mit einem Blitz an und vielleicht den entfesseln. Das hilft schon. Ja, maximal noch einen zweiten. Aber da anzufangen und sagen, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe mir jetzt 4 tolle Blitze gekauft, ja, und die stelle ich jetzt irgendwie so hin, wo ich glaube, dass sie dann gutes Licht machen. Glaubt mir, YouTube alleine hilft an der Stelle nicht. Das ist dann das, wo man von Erfahrung spricht, oder? Aber apropos Erfahrung. Ja, definitiv. Gehen wir mal ein Stück zurück. Wir reden ja schon von Action und so weiter. Das ist eigentlich das Ende deiner Fotografie. Falsch. Das ist das Aktuelle, was du gerne fotografierst. Du schreibst aber in dem Text, den du mir mal geschickt hast oder wo wir mal uns vorbereitet haben, eigentlich kommst du ja von der Landschaft- und Architekturfotografie. Gehst dann über ein bisschen in Street. Und so wie du sagst, du warst ja damals auch in Nürnberg beim Street Workshop. Machst du das gar nicht mehr? Doch. Also ursprünglich hatte ich ja mal also viele so Landschaftsaufnahmen da mit meiner Canon im Urlaub natürlich fotografiert. Dann anfangs mit der M240 und dem 21er hatte ich eigentlich ausschließlich Architektur fotografiert. Das war so eigentlich so das, was mich fasziniert hat. Und da war es auch so, dass ich Architektur so fotografiert habe, dass ich keine Menschen drauf hatte. Ich fand die Menschen störend, das störende Element eigentlich im Bild. Mittlerweile muss in jedem Foto von mir ein Mensch sein, weil ein Foto ohne Mensch finde ich langweilig mittlerweile. Und dann bin ich eigentlich dazu übergegangen, so die Architekturfotografie mit der Streetfotografie zu kombinieren. Und das finde ich eigentlich auch nach wie vor spannend und macht da auch nach wie vor noch Sachen. Ne? Also das heißt, dass ich mir interessante Gebäude aussuche und natürlich auch interessante Lichtstimmungen. Also wir waren mal mit einer Frau mal in Berlin gewesen. Dann haben wir den Reichstag besucht, da hatte ich damals noch die 240 dabei. Und da hatte ich die Reichstagkuppel fotografiert. Und da laufen natürlich die Leute drinnen rum in der Kuppel. Und da habe ich so eine Gegenlichtaufnahme gemacht, die ich natürlich dementsprechend auch stark bearbeitet habe, sodass es richtig schwarz und weiß ist. Also das ist so auch eins meiner Lieblingsbilder. Das wurde auch in der LFI-Galerie gezeigt und auf der Leica-Internetseite. Das sind so die Sachen, die ich nach wie vor spannend finde und auch durchaus Landschaft. Also ich ja im Urlaub, wir fahren immer regelmäßig an die Nordsee, hat man einfach perfektes Licht. Das gibt nirgendwo so schönes Licht wie an der See, und gerade gegen Abend. Da gehe ich dann oft raus an den Strand und nehme meine Kamera mit und fotografiere dort. Also da habe ich dann auch, sagen wir mal, Landschaftsaufnahmen mit meinem Street-Touch, sage ich dazu immer, kombiniert, wo ich sage, ich fotografiere irgendwo im Wattenmeer und schaue, dass da irgendeine Person durchs Bild läuft, vielleicht noch eine Pfütze ist oder Wasser, was zurückläuft, was spiegelt. Und da kann man sehr, sehr interessante Aufnahmen gestalten. Inszenierst du die Architektur und Streetfotografie genauso wie deine Sportfotografie? Also planst du die genauso stark? Nein. Also das ist dann schon eher spontaner. Also die Architekturfotografie, ja, man weiß halt oder sucht sich vielleicht Gebäude aus und man sagt, die können interessant sein. Dann achtet man natürlich auch wieder auf die Tageszeit, die Jahreszeit, auf die Lichtentwicklung, wo man hingeht zum Fotografieren. Aber da kommt natürlich dann so ein bisschen der Überraschungsmoment vorbei, ne? Weil man braucht ja dann irgendeine Person, die da vielleicht zufälligerweise vorbeiläuft oder durchs Bild läuft oder so, ne? Oder das kann man dann nicht so planen. Das ist definitiv so. Und da ist der Ansatz dann schon eher wie die klassische Streetfotografie. Ne? Wobei ich jetzt so diese Candid oder Random Streetfotografie, das ist so das, was mir eigentlich nicht so liegt, dass ich sage, ich gehe los und fotografiere irgendwie zufällig oder auch ganz nah an die Leute ran. Das ist natürlich auch in Deutschland ein bisschen ein rechtliches Problem. In Amerika kann ich das ja anders machen. Da rennen die Leute ja in die Fußgängerzonen rum und fotografieren. Am besten noch mit Blitz ins Gesicht. Ne? Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also, aber das ist auch nicht mein Ansatz. Ne? Ja. Aber der Ansatz ist ähnlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, dieses Jahr waren wir im Pfingsten auf Föhr gewesen und da gibt es immer in Ort Udersum heißt der, da pilgern immer jeden Abend um 7, 8 die Leute hin und schauen den Sonnenuntergang an, wenn man den dort am besten sieht. Die Sonne geht genau gegenüber unter. Und das ist da bin ich ja jedes Jahr, ich war dieses Jahr zweimal dort. Immer bin ich um 8 Uhr bin ich da hochgefahren, nur 20 Minuten mit dem Auto hinzufahren.
und habe da, diesmal war ich mit der SL2 da, mit dem 1635 und habe dann da mal eine halbe Stunde Aufnahmen gemacht und da sind auch drei sehr schöne Aufnahmen entstanden, die ich auch auf meinem Instagram-Account und auch in der LFI auch gezeigt habe. Wo ich da ist so eine Brücke und da laufen dann Leute drauf und habe dann von hinten die Sonne als Gegenlicht. Das Wattenmeer ist zurückgelaufen und dann ist dann natürlich noch ein bisschen Wasser drin, wo sich dann die Motive im Wasser spiegeln. Das sind dann so Aufnahmen, die ich dann da mache. Also da bin ich natürlich wieder gezielt zu dem Punkt hingefahren. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr gemacht, dieses Bild, North Sea Backlight. Das war auf der Brücke. Da habe ich mich auf die Brücke positioniert und gewartet, dass da quasi jemand die Brücke entlang läuft. Und da kam ins Licht von hinten und er hat dann einen langen Schatten produziert bei der Person. Und da wird dann letztendlich das Zufällige mit dem Ausgewählten kombiniert. Doch, kann man so sagen. Weil ist ein ähnlicher Ansatz, aber ein bisschen anders. Ja, wenn du jetzt sagst, du gehst oder du fährst auf Urlaub, jetzt hast du ja die SL, du hast die M, die Q hast du auch noch? Q habe ich verkauft. Okay. Also seit ich die M nutze, habe ich die Q eigentlich sehr wenig eingesetzt und immer weniger. Und wo ich dann auf die SL2 umgestiegen bin, habe ich auch den Sinn nicht mehr drin gesehen und habe mich dann von der Q getrennt. Wenn du jetzt auf Urlaub fährst, du hast ja nicht nur die zwei Bodies, sondern du hast ja bei der SL die drei Objektive, du hast bei der M, wir haben jetzt mindestens drei Objektive besprochen. Ich habe noch 28, 1,4. Okay, also vier Objektive. Mhm. Das ist ja jedes für sich eigentlich eine schöne, gute Ausstattung. Was machst du jetzt auf Urlaub? Schnappst du da, gefühlt sind das zwei Fototaschen, eine große und eine kleine. So. Nee, ich nehm nur eine mit. Ne? Also die SL2 habe ich ja erst seit diesem Jahr. Mhm. Und ich war dieses Jahr auch erst einmal in Urlaub an der Nordsee und da hatte ich nur die SL2 dabei. Okay. Also die M blieb zu Hause. Also ich hatte letztes Jahr hatte ich die M Monochrom dabei im Urlaub und die Q. Die Q habe ich kein einziges Mal genommen, nur mit der M fotografiert. Und dieses Jahr habe ich gezielt gesagt, da ich mich an die SL2 gewöhnen möchte, da die neu war, Ich nehme nur die SL2 mit. Weil ich mag es nicht, so viel Equipment rumzuschleppen. Also das ist nach wie vor der Leica-Ansatz, Reduzierung auf das Wesentliche. Deswegen gehe ich auch immer nur mit einer Kamera los, maximal mit dem zweiten Objektiv. Und so halte ich das auch im Urlaub. Das heißt, ich hatte zwar alle SL-Objektive dabei, aber wenn ich fotografieren gegangen bin, habe ich immer gezielt ein Objektiv auf den Body geschraubt und habe auch dann nur mit dem Objektiv fotografiert. Also einmal im 1635. Mhm. Ich habe da mal Surfer fotografiert. Da habe ich auch sehr spannend. Da habe ich dann das 2490 genommen natürlich. Und dann für die Familie so ein bisschen Privataufnahmen, da habe ich dann das 35er APO genommen. Aber die Bilder sind nicht veröffentlicht, die sind privat. Ja, klar. Also weil da ist natürlich das 35 APO mit seinen 2.0, jetzt wenn sie Personen oder Familie, Hund fotografieren, wunderbar. Es gibt nichts Besseres. Inwiefern schneidest du diese Bilder im Nachgang zu? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Bilder kaum beschneide. Also die meisten Bilder sind eigentlich, die sind nicht, überhaupt nicht beschnitten. Es gibt welche, wo vielleicht ein kleines bisschen mal am Rand was weggenommen wird und das Bild vielleicht ein bisschen zentriert wird. Aber dass ich jetzt hergehe und groß in die Bilder reinkroppe, und sage, ich habe jetzt irgendwie ein Bild, was ich bei 16 aufgenommen habe und tu mir dann irgendwie die Hälfte wegschneiden, das mache ich nicht. Aber dafür ist ja auch der Bildaufbau, die Komposition, dass ich ja durch mit dem Sucher arbeite und auch mit den Gitternetzlinien arbeite. Das heißt, ich tue schon, wenn ich auf den Auslöser drücke, mir vorher die Kamera so positioniere, dass ich das Bild so habe, wie ich es haben möchte. Jetzt stellst du, hast du gesagt, deine Kamera, ein paar technische Dinge zwischendurch, bevor wir dann wieder über die Bilder reden, jetzt stellst du die Kamera im Vorschau-Modus, also im Prinzip im JPEG-Modus auf Schwarz-Weiß. Das bedeutet, du siehst in der Vorschau oder bei der M10 dann nachher, wenn du das Bild anschaust, ja diese JPEG, diese Schwarz-Weiß-Darstellung. Verwendest du dieses JPEG dann auch oder fotografierst du im Hintergrund trotzdem mit dem RAW, also bei Leica ist DNG-Format, im DNG-Format für die weitere Verarbeitung?
Letzte Frage, speicherst du das JPEG überhaupt oder ist es nur die Vorschau? Ich fotografiere nur RAW. Also ich habe in der Kamera gar nicht JPEG eingestellt. Das war auch das, was mich an der Crew dann etwas genervt hat, weil bei der Crew hatte ich dann auch umgestellt das Display auf Schwarz-Weiß. Und da ging es nur, dass ich gleichzeitig ein JPEG und ein RAW produziere. Ja. Das ist, und das JPEG habe ich nie verwendet, weil ich nehme nur RAW. Und bei der Monochrom, klar, da ist es RAW Schwarz-Weiß, ne? Da brauche ich das ja nicht umstellen. Und bei der SL2 geht es zum Glück auch, dass ich in den Einstellmodi quasi das JPEG auf Schwarz-Weiß stellen kann und aber auch nur RAW fotografieren kann. Das heißt, ich habe immer nur eine Datei, weil ich, das ist nach wie vor mal wie mit den Objektiven, ich will es so einfach wie möglich. Weil mich nervt es, wenn es kompliziert ist, wenn ich zig Dateien habe. Ich habe eine Datei, das ist meine RAW-Datei, die spiele ich in Lightroom ein und bearbeite die fertig. Ich arbeite nicht mit JPEGs. Okay, das wäre auch die nächste Frage gewesen, welche Software du nutzt und die ist schon beantwortet, du nutzt Lightroom an der Stelle. Nutzt du das auch unterwegs, dass du sagst, du hast jetzt mit der M10 oder mit der SL ein paar Fotos gemacht, du holst dir die aufs Handy mit der Leica Foto-App, du holst dir die aufs Handy, aufs Tablet, schaust sie an, korrigierst vielleicht im Lightroom ein paar Dinge und keine Ahnung, schickst du dann gleich ins Instagram oder schickst du das gleich einem dieser Skater so am Tablet, am iPhone bearbeitet oder ist das etwas, wo du sagst, na, die Arbeit mache ich nicht doppelt, sondern wenn, dann mache ich es gleich am Computer und dann kann mir alles, was ich unterwegs mache, mir eigentlich gestohlen bleiben. Also ich habe die Leica-App auch auf dem Handy drauf und wenn ich so unterwegs bin, mache ich das gar nicht, sondern vom Workflow her ist es eigentlich so, wenn ich jetzt hier zu Hause fotografiere, dass ich die Speicherkarte dann zu Hause nehme und Mac schiebe und das, die RAW-Datei runterlade oder das DNG und dementsprechend bearbeite und dann eben das Bild in das JPEG umwandle und dann schicke ich den Leuten dann, weil die wollen ja meistens die Bilder auch haben, die JPEGs. Mhm. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich einfach mal von der Kamera mal auf die App die Bilder gezogen, weil dann das Display doch auf dem Handy etwas größer ist wie das Kameradisplay. Also ich hatte das Lightroom Mobile mal testweise, man kann ja so einen Testzugang mal ausprobiert, aber das war mir dann auch wieder zu viel Rumgeschiebe mit den Reglern und so. Das war mir zu umständlich. Und da sage ich, manchmal ist es auch so, dass ich viele die Bilder dann teilweise noch gar nicht bearbeite, sondern oft Bilder, die älter sind, mal wieder anfassen. Also das ist auch so, dass man Bilder hat, die abspeichert und die nach Jahren oder nach Monaten dann erstmal rauskramt und feststellt, Mensch, das ist ein tolles Bild, so wie jetzt zum Beispiel da das letzte Bild, was ich bei Instagram veröffentlicht habe, das hatte ich damals in dem M240 Workshop gemacht. Ja, das war ein Bild vom Café Lights. Das habe ich jetzt, ich hatte es damals in Farbe auf meinem Rechner und habe es jetzt nach meinem Stil in Schwarz-Weiß umgemodelt, sage ich mal. Und habe das nach 5 oder 6 Jahren jetzt dann erstmalig veröffentlicht. Das finde ich eigentlich auch spannend, mal in seinen Archiven nachzugucken und dann die Bilder nach seinem Stil, sage ich mal, umzuarbeiten. Also deswegen, mit dem mobilen Workflow, das mache ich eigentlich nicht. Ist das, wenn wir gerade vom Umarbeiten reden, ist das so, dass du schon überarbeitete Bilder aufgrund der Überarbeitung dann löscht? Also quasi das alte Ergebnis als grottenhässlich findest und weil du jetzt ganz anders denkst, weil du jetzt eher, keine Ahnung, mehr Kontraste überlegst oder weil du jetzt keine Kontraste mehr magst oder weil du jetzt nur noch Gegenlicht magst oder irgendwas, ist das so, dass du sagst, ich habe da vor Jahren Dinge entwickelt, also quasi bearbeitet und gespeichert als JPEG und jetzt schaust du dir die an mit dem Wissen, was du jetzt hast, mit der Weiterentwicklung, die du jetzt hast, machst du ja wahrscheinlich ganz andere Entwicklungseinstellungen oder machst du die Entwicklungseinstellungen ein bisschen definitiv anders? Definitiv. Also ich habe meinen festen Workflow in Lightroom und der hat sich natürlich über die Jahre verändert. Ne? Das ist ganz klar. Und gut, ich weiß gar nicht, ob ich damals von dem Bild überhaupt ein JPEG abgespeichert hatte. Ich habe das halt im Lightroom drin. Und dann, wenn man kann ja über die Entwicklungshistorie nachschauen und dann, wenn man es neu entwickelt, dann nimmt man halt die letzte. Ne? Also das, aber deswegen habe ich das alte, glaube ich, nicht gelöscht. Ne? Also. Aber du merkst schon, dass du die Bilder quasi nach ein paar Jahren anders entwickelst. Definitiv. Also klar, der Geschmack ändert sich oder die Sichtweise ändert sich und
Die Kameras ändern sich. Das ist natürlich die, das war natürlich auch ein bisschen Umstellung, sag mal, die Entwicklung von der, ich hatte zwischendrin ja auch noch die M10 mal nach der M240 zur Monochrom, weil die Rohdaten doch anders sind. Ne? Also wobei eigentlich, gerade wenn man schwarz-weiß fotografiert, die Entwicklung schneller ging. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich habe M10 Rohdaten und habe M10 Monochrom Rohdaten, dann kann ich die in 2-3 Minuten so umbauen, dass ich sie so habe, wie ich sie haben möchte. Das ist dann bei den M10 Daten schwieriger. Ja, manche Regler gehen einfach nicht mehr, wenn du mit Schwarz-Weiß fotografierst. Und apropos Regler, es gibt daher auch nicht die Regler für Farbfilter oder ähnliche Dinge, weil der Monochrom-Sensor bietet ja keine Möglichkeit, dass du nachträglich den Rotfilter verwendest, um den Himmel noch dynamischer oder besonders dynamisch zu kriegen. Verwendest du Filter in der Monochrom-Fotografie? Also nein. Verwendest du Rotfilter oder vielleicht auch nur einen Graufilter, um hier offenblendig, gut, das verwendest du ja nicht offenblendig. Also ich hatte mal überlegt, vielleicht mal so, ich glaube, es gibt auch einen Orange-Filter oder so Rot-Orange, das würde mich vielleicht schon mal interessieren, auch gerade mal für so Landschaftsthemen, so an der See mit Himmel, dass man das noch ein bisschen dramatischer darstellt, aber im Moment nutze ich keine Filter an der M10 Monochrom. Und ich muss auch sagen, dass ich also damals bei der M10 oder bei der Q oder jetzt auch bei der SL2, diesen Farbmischregler, den verwende ich gar nicht. Sondern auch, das ist ja das Interessante, was ich auch am Anfang schon mal erwähnt habe, dass ich eigentlich der Workflow mittlerweile der Rohdaten, ob das die Rohdaten der M10 Monochrom sind oder die Rohdaten der SL2, die bearbeite ich eigentlich gleich. Ich habe natürlich andere Reserven jetzt bei der Monochrom, aber eigentlich arbeite ich nur mit den Tonwerten, das heißt Lichter, Schatten, Schwarz-Weiß-Mischung, Kontrast, Klarheit, vielleicht noch ein bisschen nachschärfen oder ich nehme Verlaufsfilter zum Beispiel. Oder ich tue dann auch vielleicht mal die Belichtung ein bisschen abdunkeln, dass es noch ein bisschen dramatischer ist. Das finde ich zum Beispiel spannender, dass ich sage, ich lege einen Verlaufsfilter zum Beispiel über den Himmel und tue dann dort die Belichtung ein bisschen runterfahren, dass die Wolken dramatischer rauskommen. Das heißt, das andere ist mir zu künstlich. Ich habe es anfangs probiert, wo ich noch eben mehr mit den Farbsensoren fotografiert habe, aber der Look gefällt mir nicht. Das ist oft zu künstlich. Und das hat sich natürlich durch die Monochrom dann auch nochmal diese Schwarz-Weiß-Bearbeitungsstil nochmal extrem umgestellt und diesen Stil adaptiere ich eigentlich jetzt auch bei der SL2. Okay, aber da hast du ja ein Farbbild. Da könnte ich es, aber ich mache es nicht. Ich mache es letztendlich, wie gesagt, ich arbeite mit dem gleichen Look oder auch mit dem gleichen Stil wie jetzt bei der Monochrom. Das heißt, ich verwende dort bewusst nicht diese Farbregler. Weil du warst ja beim Oliver Richter im Workshop, den habe ich glaube es war Oliver Richter, im Zuge dieser ganzen Internetpräsentationen und Workshops, die sie da hatten, irgendwo zugehört und der hat gemeint, er verwendet auch für die Konvertierung anstatt hell und dunkel und ähnliche Dinge vor allem die Farbregler, um den blauen Himmel dramatischer zu machen, um das Wasser dramatischer zu machen, weil er im Prinzip ja damit arbeiten kann, wie mit einem alten Monochromfilm mit einem Farbfilter, den du davor schraubst, also quasi Rotfilter vor der Monochrom, um den Himmel, den Kontrast zu erhöhen durch das Rot. Und so bearbeitet er auch seine Schwarz-Weiß-Bilder, oder falsch, seine Farbbilder, wenn er sie in Schwarz-Weiß konvertiert, dass er dann sehr wohl die Farbtöne unterschiedlich hervorhebt oder eben nicht hervorhebt. Aber ja. Kann man machen, aber ich mache es nicht, weil, wie gesagt, ich find oft, manche übertreiben es auch oft ein bisschen in der Bearbeitung. Ich muss auch sagen, bei mir hat sich die Bearbeitung auch so ein bisschen geändert. Eine Zeit lang war ich sehr extrem kontrastreich. Mittlerweile hat sich das wieder etwas reduziert. Das heißt, eben mehr klarer, mehr schärfer. Und das ist eigentlich das, was ich mag. Aber wenn das wird es dann zu künstlich ausschaut durch diese Farbfilter, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Also ich habe es ein paar Mal probiert und war dann aber mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Jetzt hast du als braver Vater in der Schule deines Sohns einen Workshop gehalten, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Thema Fotografie, beziehungsweise was ist ein gutes Bild? Ja,
Und du hast dann eine These aufgestellt oder eine Formel entwickelt, die im Prinzip aus vier Elementen besteht. Du brauchst einen interessanten Ort, du brauchst perfektes Licht, du brauchst einen spannenden Blickwinkel und du brauchst irgendein menschliches Element, so wie du es ja schon erwähnt hast. Da muss irgendeiner durchs Bild laufen, sonst bist du der Meinung, dass dieses Bild einfach nicht gut ist. Welches von den vier Elementen, und dass alle vier Elemente kommen, die Chance ist ja, ja, man hat Geduld und es klappt schon. Aber welches von diesen vier Elementen ist das für dich am wenigsten wichtigste? Also auf was würdest du am ehesten verzichten, um trotzdem auszulösen? Außer du bist jetzt wirklich so, dass du sagst, wenn ich nicht alle vier habe, dann drücke ich nicht ab. Nein, also gut, das war für mich mal in Vorbereitung auf diesen Workshop, der leider nicht stattgefunden hat wegen Corona. Ja, okay. Weil die haben so ein, ja, das war für die Eltern, die sollten sich halt was einfallen lassen. Und ich gesagt, Mensch, ich kenne mich mit Fotografie aus, das macht mir Spaß, dann mache ich da was und habe dann eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Aber ich denke, die wird sicherlich nochmal aus der Schublade gezogen werden, ne, wenn die Zeiten wieder besser werden. Ne. Und da hatte ich dann für mich so überlegt, was macht für dich eben ein gutes Bild aus? Und das eben so der Kernpunkt ist. Für mich ein gutes Bild muss beim Betrachter Emotionen auslösen. Das man natürlich auch in der heutigen Zeit, wo man mit einer Bilderflut konfrontiert ist, wenn man mehr als ein paar Sekunden auf dem Bild hängen bleibt, dann ist es eigentlich ein gutes Bild. Und dann habe ich für mich so überlegt, ja, was sind denn so die Elemente? Und also ich bin ja auch ein sehr analytischer Mensch, ne? Also deswegen habe ich gesagt, man muss es doch irgendwas geben, wo man sagt, warum findest du jetzt das Bild gut im Vergleich zu dem Bild? Und das habe ich dann für mich mal so eruiert und dann kam ich eben zu diesen vier Elementen, wo ich sage, diese vier Elemente, wenn die zusammentreffen, dann habe ich so diese Schnittmenge, macht dann das gute Bild aus. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ein gutes Bild alle diese Elemente enthalten muss oder es kann sein, dass ein Element mehr ausgeprägt ist wie das andere. Gerade jetzt zum Beispiel in der Reportagefotografie, das lebt einfach vom Zufall. Deswegen, das sind wunderbare Bilder. Wenn ich jetzt, was ich zum Beispiel an einen Dominik Nahren kenne, aus der Schweiz zum Beispiel, ein ganz toller Fotograf, der auf vielen Krisengebieten unterwegs ist, dem seine Bilder sind unheimlich emotional. Das liegt einfach daran, dass er an diesen Orten ist. Aber ich bin jetzt kein Reportagefotograf oder ich habe auch die Möglichkeit, nicht in solche Regionen zu reisen. Ne? Gut, man hat ja auch einen Beruf, den man nachgeht und die Fotografie ist dann nur ein Hobby. Und da muss man sich dann drauf besinnen, welche Möglichkeiten man hat. Ne? Aber klar, das ist natürlich schwierig, das aber jetzt auch nochmal vielleicht zurückzukommen auf diese vier Punkte. Das hängt natürlich auch mit meiner Arbeitsweise zusammen. Ich habe ja anfangs auch erwähnt, dass ich oft meine Bilder ja inszeniere, sage ich dazu mal, oder auch bewusst mache. Das heißt, ich wähle mir schon mal per se einen interessanten Ort aus. Das heißt jetzt bei den Skatern zum Beispiel die Bowl. Das heißt, okay, jetzt der Rand von der Bowl schaut dramatisch aus. Du liegst tief auf dem Boden, du hast einen Weitwinkel. Dadurch schaut es schon mal viel krasser aus, wie es vielleicht in echt ist. Das ist das eine. Das Licht, dass ich auch gezielt natürlich auch nur bei guten Lichtverhältnissen fotografieren gehe. So habe ich eigentlich schon mal zwei Komponenten immer auf den Bildern drauf. Ne? Der spannende Blickwinkel, der kommt einfach durch die Wahl des Objektivs, vornehmlich weitwinklig. Mhm. Und auch durch die Positionierung der Kamera, weil ich meine Kamera eigentlich fast immer relativ tief am Boden habe. Und das menschliche Element ist eigentlich immer drin. Ne? Also das ist so eigentlich, muss man sagen, dass eigentlich bei fast allen meiner Bilder die vier Elemente vorhanden sind, mal mehr oder weniger ausgeprägt. Aber jetzt zu sagen, auf welches ich verzichten kann, das ist schwierig. Ne? Also gut, es gibt sicherlich natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild Leitzbar-Kaffee nehme, da ist das menschliche Element nicht drin. Deswegen ist es ein trotzdem gutes Bild. Ich habe das grafisch aufgebaut, da habe ich diesmal die Kamera nicht am Boden gehabt, weil ich bewusst letztendlich geometrisch fotografiert habe. Das heißt, die Kamera eigentlich genau in der Mitte ausgerichtet habe, auch nicht gekippt habe oder so, sondern ich wollte ja ein gerades Bild haben. Ich habe sogar die Kamera in dem Fall auf die Fensterscheibe gestellt und dann den EVF um 90 Grad gekippt. Das muss man auch sagen. Und habe in das Fenster quasi hinein fotografiert. So ist das Bild eigentlich entstanden. Das heißt, ich stand nicht vor dem Objekt, sondern ich stand in dem Objekt quasi. Also in der Scheibe sozusagen.
Und das Licht, gut, das Licht kam von der Seite. Das Licht war jetzt an dem Tag nicht perfekt. Es war da ein grauer Himmel, aber das ist, war halt der Workshop. Da kann ich mir das natürlich nicht aussuchen. Ne? Wenn ich jetzt in Wetzlar wohnen würde, dann wäre ich da wahrscheinlich schon 5-mal gewesen. Und dann wäre ein Tag gewesen, wo ich sage, da wäre das Licht mehr meines gewesen, weil ich vielleicht einen schönen Himmel habe, Wolken habe oder vielleicht Gegenlicht oder anderes spannendes Licht. Aber das war nun mal da. Bei dem Bild, genau, da haben wir, es ist jetzt letztendlich das Element perfektes Licht weniger ausgeprägt. Das menschliche Element ist gar nicht drin. Der spannende Blickwinkel ist da und der interessante Ort ist da. Das heißt, wir haben von den 4-2, das ist trotzdem ein gutes Foto. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist eine Formel. Ne? Das ist ja, für analytisch denkende Menschen. Und ich denke mal, jetzt, wenn man einen Workshop macht, du machst ja auch Workshops. Ne? Ich war ja bei dir auch schon im Workshop. Habe auch dein Buch, ne, das Sie hier hinten sehen, das habe ich übrigens auch gekauft. Als klasse Buch. Ne? Also ich lese, weil ich hasse Kamerahandbücher. Ich schaue immer in dein Buch rein. Ja? Danke. Also wirklich, super Buch. Ich mag es unheimlich gern. Toll geschrieben, schöne Bilder drin. Und ja, also für diejenigen, die mich jetzt sehen könnten, wüssten, dass ich jetzt einen roten Kopf kriege. Genau, da ist so viel. Genau, das Bild, das Buch steht hinter dir. Ne? Bei mir steht es im Regal. Deswegen diese Formel, ich denke mal, wenn man jetzt einen Workshop abhält, ist es doch mal interessant, jetzt auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so Ahnung haben für Fotografie. Ne? Also auch mit meinem Sohn spreche ich da oft drüber und der sage ich, warum findest du das Bild jetzt gut und das nicht? Ne? Weil er ist so mein erster Kritiker, sage ich mal, ne? Also neben meiner Frau. Und er sagt, hey, das ist ein geiles Bild, das ist cool, ey, das ist das. Die Jungs sagen, das ist fett, das ist in der Jugendsprachweise, sage ich mal. Und er sagt, okay, wenn du das sagst, ne? Stelle ich das mal bei Instagram rein. Ne? Ja. Ich bin ja immer etwas optimistischer oder weniger optimistisch, eigentlich so etwas pessimistischer. Und er überzeugt mich dann immer so, nee, das Bild ist top, das ist perfekt. Also okay, gut, wenn du das sagst, probier was. Ne? Und schau mal, wie die Resonanz dann ist, sage ich mal. Ne? Und deswegen hatte ich diese Formel halt auch mal entwickelt. Ne? Das ist dann, ich glaube, jetzt für Leute, die jetzt eben sich mit Bildaufbau oder mit Bildgestaltung noch nicht so beschäftigt haben, ist es doch vielleicht ein wichtiges Werkzeug, dass man sagt, ist. Oder wie siehst du das jetzt als Workshop-Leiter? Mir gefällt das. Und ich habe vor, das zu klauen für den morgigen Workshop. Gerne, und also bitte. Überlegen. Denn was ich da unbedingt, noch, ich will wissen, wie es ankommt. Ich werde dich erwähnen, deinen Instagram-Account erwähnen und die Teilnehmer sollen einmal nachschauen, ob du deine Regeln eingehalten hast. Jetzt frage ich dich mal. Provokant. Ja? Du kennst ja meine Bilder. Sind sie eingehalten worden? Ja. Ne? Also was mir immer, also bei den Sportaufnahmen vor allem immer auffällt, ist vor allem der spannende Blickwinkel. Also das mit den Menschen, das lasse ich jetzt mal weg, weil bei Sport sind die Menschen da und fast alle Landschaftsfotos, die du hast, haben auch irgendwo jemanden, der durchs Bild läuft. Also so gesehen, ja. Perfektes Licht. Du fotografierst ganz, ganz viel mit Gegenlicht. Also zumindest mit dunklen Gesichtern, mit dunklen Silhouetten, bei manchen Sportaufnahmen nicht, aber auch da bei den Sportaufnahmen würde ich jetzt sagen, so beim Scrollen, die Menschen sind nie, verzeih, wenn ich das jetzt einmal so formuliere, freundlich ausgeleuchtet, sondern die sind immer brutal, immer actiongeladen, immer cool. Was auch immer. Also ich glaube auch, das ist etwas, was die Handys nicht können. Und deswegen kommen diese Bilder sicher gut an bei den Skatern hier, weil wenn der sonst mit seinem Handy fotografiert, dann hat er sicher ein helles Gesicht und bei dir hat er ein dunkles Gesicht und das wirkt aber wesentlich spannender als diese klassisch gut ausgeleuchteten Bilder. Und der interessante Ort, das ist etwas, was ich immer sage von Fotos. Wenn du zu Hause ein Foto machst, das du den ganzen Tag siehst, ist es weniger spannend, als wenn du genau das gleiche Bild machst und das Empire State Building leuchtet irgendwo im Hintergrund auf. Ja? Oder der Eiffelturm lacht dich an. Das wirkt schon aufgrund des Motivs besser. Ja? Und wenn du auf Safari gehst und irgendeinen Löwen unter einem Baum fotografierst, ist das etwas anderes, als wenn du in Nürnberg im Zoo den Löwen fotografierst. Definitiv. Weil es viel, viel spannender von der Umgebung ist. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn du dir einen Bildband kaufst und ich unterstelle dir mal, dass du den einen oder anderen Bildband hast. Sammlungen. Bitte? Sammlungen. Ja. Ich sammle Bildbänder. Wenn du diese Bildbände jetzt durchblätterst, wendest du diese Regel auch an?
Ist das etwas, wo du, dass du dir an die Wand hängst und sagst, wenn ich jetzt ein Bild anschaue und mir mit meinem Sohn dort hingehe und sage, hacken wir doch mal die vier Punkte ab. Erfüllt dieses Bild die vier Punkte oder ist das etwas, wo wir andere Maßstäbe brauchen, weil die Motive nicht dazu passen? Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Das kommt auch immer natürlich auf das Motiv an, wie du sagst. Also, und auf den Fotografen. Wie gesagt, das ist eine Formel und also ich denke mal, man tut es vielleicht unterbewusst anwenden. Ne? Also da jetzt von viele Fotografen, die ich toll finde, von denen habe ich auch Bücher. Ne? Also zum Beispiel im Action-Sport-Fotografie-Bereich gibt es ja auch einen ganz bekannten Leica-Fotografen, der auch mit der Monochrom arbeitet, der noch mit der 2,46er und auch mit der SL, das ist der French Fred oder Fred Mortagne, glaube ich, heißt er auch, im wahren Leben. Der hat auch ein Buch, das habe ich auch bei mir in meinem Bücherregal und der arbeitet auch sehr stark mit Licht und Schatten und der fotografiert auch, kommt auch aus der Skate-Szene, hat früher Skate-Videos gedreht oder klar, natürlich den Alan Schaller, ne? Das ist ja das M10-Testimonial, sage ich mal, von Leica, finde ich natürlich auch klasse, macht natürlich auch ganz, ganz tolle Aufnahmen, aber ich habe genauso von Siegfried Hansen das Buch bei mir im Bücherregal stehen, das was ein ganz anderer Fotograf ist und der auch einen ganz anderen Stil hat wie ich. Ne? Das heißt, er fotografiert ja fast nur in Farbe. Er war ja, glaube ich, auch bei dir im Podcast gewesen vor ein paar Wochen. Ich habe mal den Podcast auch angehört. Ich finde seine Bilder unheimlich spannend und die sind ja auch farblich geladen. Was ich ja mit Schwarz-Weiß abbilden will, macht er mit Farbe. Ne? Das heißt, und er auch sehr nah dran am Objektiv oder am Objekt. Also und da kann man sicherlich die Formel nicht anwenden bei seinen Bildern. Aber trotzdem finde ich sie gut. Ne? Oder jetzt auch. Naja, das stimmt aber nicht ganz. Ne? Also gefühlt würde ich sagen, ich lasse mal das Menschliche weg, weil Streetfotografie mit Menschen und ungefragt ist immer spannend. Aber er sagt, bei ihm gibt es eigentlich wie hat er gesagt, es gibt ein Bild auf seinem Instagram-Account, das gerade ist. Denn wenn man die Bilder von Siegfried Hansen anschaut, das Ding hat immer irgendwo eine Diagonale, immer irgendwo eine Linie, die quer durchs Bild geht, immer irgendwo was schräg und was am Kopf stehend. Also so gesehen würde man den spannenden Bildwinkel dahingehend, würde der passen. Perfektes Licht hat er, weil im Gegensatz zu dir fotografiert er gefühlt immer bei Sonnenschein. Also man hat das Gefühl, da leuchten immer alle Farben, da ist immer sonniges Wetter. Die interessanten Orte sucht er, indem er sagt, er schneidet sie sonst so zu, dass die Orte interessant aussehen. Also so gesehen würden ja deine vier Elemente passen. Manchmal hat er auch Menschen drauf, oder die Füße von Menschen oder Schatten von Menschen. Das stimmt. Ne? Also so gesehen. Ja, hast du recht. Ne? Ja, das stimmt. Ne? Das ist grad, ist also gerade ne? Bei ihm ist es etwas, wo ich sage, würde die Formel passen, weil er auch immer diesen perfekten Winkel hat oder den spannenden Winkel hat. Jetzt kann man sagen, da werden jetzt auch wieder welche sagen, was glaubt der Birnbacher eigentlich? So Landschaftsfotografen für Kalender, Landschaftsbilder, wo Sonne vor Meer und ich weiß nicht was, das muss man jetzt einmal als spannend finden. Mir persönlich ist das nicht spannend genug. Ja, das sehe ich eher als da, wo deine Formel nicht so passt. Ja, perfektes Licht, das muss der Landschaftsfotograf auch haben. Den interessanten Ort braucht er auch. Das Einzige, was ich dort nicht finde oder weniger finde, ist die Frage nach dem spannenden Blickwinkel. Der ist, glaube ich, bei Landschaftsfotografie, wenn man so richtig die inszenierte Landschaftsfotografie nimmt, glaube ich, sagt eine Frage des Geschmacks, ob man das als spannend findet oder nicht. Aber so gesehen würde ich jetzt einmal so im Nachgang sagen, diese Formel würde eigentlich öfter passen, als man glaubt. Für den Punkt, normiere die Bildkritik. Weil zu sehen, das Bild, so wie du das sagst, das Bild gefällt mir, das habe ich auch in den Workshops immer. Ich sage, okay, also ich frage dann auch bei der Vorstellung, hast du jetzt ein Lieblingsbild? Dann kommt immer ja. Ja, und jetzt sage ich, und jetzt möchte ich wissen, warum das Bild das Lieblingsbild ist. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das ist die Frage. Erstens, weil es der geile Urlaub war. Das ist jetzt der Punkt exotischer Ort. Da warst du nie, deswegen gefällt dir Eiffelturm im Hintergrund. Ja? Oder weil es halt die Katze ist, die man gern hat. Oder die Kinder. Das sind immer so Argumente, wo ich sage, dagegen kannst du jetzt nichts tun. Aber das ist ja ein Lieblingsbild aufgrund des Motivs, das drauf ist und nicht aufgrund des Fotografierens. Ja. Oder umgekehrt auch, welches Bild, oder da kommt dann heraus manchmal, ja, ich fahre mit meinen Bekannten auf Urlaub, ja, oder
wir haben die gleichen Fotos gemacht und mein Bild gefällt mir gar nicht und das andere Bild gefällt mir viel besser, obwohl eigentlich das Gleiche drauf ist. Und meine Frage ist immer, was gefällt dir jetzt nicht? Warum glaubst du, dass dir dieses Bild nicht gefällt? Und das ist jetzt genau wieder diese Formel. Ne? Wir könnten überlegen, stehst du richtig? Hättest dich vielleicht bücken müssen, um den Blickwinkel zu ändern? Hättest du vielleicht 2 Stunden warten müssen, bis die Sonne auf der anderen Seite steht und nicht dir ins Gesicht leuchtet oder von hinten kommt oder irgendwas in der Art? Ja, hättest warten müssen, bis der Kinderwagen wieder aus dem Bild draußen ist oder das parkende Auto weggefahren ist oder irgendwas in der Art? Das sind doch die Dinge, wo man sagen kann, ich habe hier eine Jörgsche Formel, ja, die mir hilft, eine Art normierte Bildkritik zu definieren. Zu sagen, pass mal auf, wenn wir jetzt das nächste Mal über Bildkritik sprechen, dann nehmen wir die Jörgsche Formel. Das sind genau 4 Punkte. Von 1 bis 5, bei welcher dieser 4 Punkte bist du? Und wenn dann am Ende rauskommt, immer super, dann müsste das eigentlich ein Bild sein, das dir gefällt. Oder umgekehrt, wenn es dir nicht gefällt, dann muss eines von diesen oder vielleicht auch mehrere von diesen Punkten überhaupt nicht passen. Das werde ich morgen probieren. Ich gebe dir Bescheid, ja, doch, da ob die Jörgsche Formel funktioniert. Und dann nennen wir das die genau. Jörgsche Formel. Ja, genau, kann ich mir patentieren lassen. Versuch's, das muss aber schnell sein, ne? Bevor ich den Podcast veröffentliche, weil sonst kommt vielleicht noch jemand anderer auf die Idee. Eine Frage noch. Wenn du jetzt auf Dienstreisen gehst oder hier und da mal zu Kunden fährst, schnappst du dir die Kamera? So nach dem Motto von Thorsten Obergard, always wear a Kamera? Oder sagst du, eigentlich bist du zielgerichtet, du fährst jetzt zum Kunden, du schlafst zwar im Hotel, aber bist froh, wenn du nichts hörst und siehst, legst dich ins Bett und am nächsten Tag arbeitest weiter und fährst wieder heim? Also das mache ich eigentlich nicht. Das, so wie viele Fotografen, die Kamera immer dabei haben, der Typ bin ich eigentlich nicht, sondern wie ich ja auch anfangs schon erwähnt habe, dass ich eigentlich schon eher gezielt fotografiere. Das heißt, da muss ich dann auch Lust dazu haben und das muss mir Spaß machen. Klar kann es passieren, dass man dann vielleicht mal das ein oder andere Motiv außen vor lässt. Ne? Das ist noch normal, da mache ich dann vielleicht manchmal mit dem iPhone mal Bilder oder sowas. Und dann, ja, das ist dann für mich dann einfach so. Ne? Oder auch als Anregung, dass ich dann sage, du, das zum Beispiel mein iPhone ist wie so eine Art Ideensammlung. Ne? Also das heißt, dass ich dann weiß, okay, boah, da, spannend, da kann ich vielleicht mit der Kamera nochmal hinkommen an einem anderen Tag. Ne? Mhm. Und dann zu den Konditionen, die mir halt Spaß machen. Das heißt, lichtmäßig oder personenmäßig oder andere Dinge. Ne? Aber so, nee, also das ist auch so. Ich war jetzt auch mal ein paar Tage im Urlaub, da hatte ich meine Kamera gar nicht dabei. Das kommt auch vor. Oh. Entschleunigen. Oh. Würde dir nicht passieren, ne? Entschleunigen, nein. Ja, genau, wobei, entschleunigen. Nee, ja, man muss Lust haben, ne? Ja, das ist richtig. So. Und du musst die Partnerin muss mitspielen oder der Partner. Und jetzt der Punkt, ja, ich kenne mich, wenn ich die Kamera mit habe beim Spazieren, jetzt 2 Tage in Süddeutschland, um Urlaub vom Urlaub zu machen. Ich meine, klar hast du die Kamera mit, ja, aber es gibt auch, was war das? Paris. Ich war mit meiner Frau in Paris und da kommt dann auch der Punkt, da liegt jetzt eine Kamera, nein, gar nichts, meine, am Anfang schon, aber die Kamera lassen wir nicht mit, so nach dem Motto. Ich habe gesagt, so gar nicht, geht nicht. Also geht nicht. Also wir können uns einig werden, dass die Kamera Tasche zu Hause bleibt. Das ist okay. Ja, dann muss halt ein Objektiv mit. Ja, und vielleicht noch Akku und Ladegerät. Also das, ohne den geht es halt nicht. Ja. Aber dann hast halt nicht mehr die Fototasche mit, sondern irgendwo so ein Einschlagtuch, damit das Ganze irgendwo im Handgepäck nicht ganz kaputt geht. Und das ist dann noch okay. Weil gerade bei der M, wenn ihr dann anfangt, vielleicht noch einmal mit Tele und einmal mit doch Weitwinkel zu fotografieren, aber dann ist es aber auch so, wie du sagst, ja, dann verzichtest halt einmal auf das Bild. Ja, ich habe mitgehabt damals die 246er Monochrom und ein altes 35er, keine Ahnung, ich glaube, es war nicht mehr Schraub. Also es hat schon das Bajonett gehabt, das M-Bajonett. Aber es hat halt ganz weich gezeichnet. Ja, und ich habe da so Bilder jetzt im Kopf von in Notre Dame drinnen, wo die Lampen in der Kirche strahlen. Das würde bei meinem neuen 35er überhaupt nicht passieren. Ja, also das würden knackige Lichtpunkte werden. Und dieses alte,
weiß gar nicht mehr, was das für Blende war, dieses alte Objektiv, das hat ganz weich gezeichnet, ganz einen anderen Look gehabt. Ja? Hat trotzdem Spaß gemacht. Im Gegenteil, mehr Spaß wahrscheinlich sogar, wie wenn man die Bilder nachher anschaut, wie das. Aber das ist das, wo du sagst, ich würde die Kamera wahrscheinlich mitnehmen, aber ich würde es reduzieren auf wirklich nur ein Objektiv und nur die kleine M. Und dann hast du sie halt mit. Aber es ist natürlich schon so, die iPhones dieser Welt und iPhone jetzt als Synonym für ein Gerät, das auch noch telefonieren kann, ja, die machen natürlich schon Bilder. Und wenn du sagst, du brauchst die Bilder jetzt vielleicht maximal in A4-Größe, so 20x30 oder irgendwas, und das Licht passt, dann kannst du bitte auch ein iPhone-Bild 20x30 drucken. Ja, wenn das Licht nicht passt und wenn du da dann noch was zuschneidest oder noch größer, ja, dann wird es schon kritisch. Also alles geht nicht. Und irgendwo ist Gott sei Dank immer noch ein Unterschied zwischen den Fotoapparaten und den modernen Smartphones. Aber verteufeln darf man die Dinge nicht, weil die Dinge sind einfach besser, als man möchte. Oder besser, als man als Fototrainer machen möchte. Ja, weil ich habe dann morgen einen Kurs, der sagt, Sie haben jetzt da eingestellt und Blende und Zeit und ISO und sonst was. Schauen Sie mal, meinen Sie, dass das Bild so aussehen soll? Und dann halten die dir ein Smartphone vor die Nase und das passt. Ja, die Belichtung passt, der Hintergrund ist mehr oder weniger unscharf, durch Porträtmodus möglich. Ja, und dann sagt er noch, geh weiter weg, weil sonst geht der Porträtmodus nicht. Also, ja, also schauen wir mal, was die nächsten 20 Jahre bringen in der Fotografie. Ob da immer noch so Metallziegel am Tisch herumstehen mit viel Glas oder ob die künstliche Intelligenz da eingreift. Ob wir zwei dann immer noch so viel Spaß beim Fotografieren haben, ist die Frage. Das ist halt auch der entscheidende Punkt. Ne? Das ist Leica macht halt auch einfach Spaß. Ne? Das muss man einfach sagen. Das ist dann, wenn man dieses Stück Metall in der Hand hat, das ist einfach schön. Ne? Das ist einfach eine Leidenschaft. Ne? Das muss ich jetzt auch zum Ende auch nochmal sagen. Und das kann das Smartphone halt nicht bringen. Ne? Und da muss ich heute sagen, dass natürlich die M einfach eine wunderschöne Kamera ist. Wobei die SL, die modernere, ne? Ich mag dieses Bauhaus-Design unheimlich gern. Ne? So mit jetzt auch, wie du gesagt hast, mit deinem Ausflug nach Paris würde ich dann entweder die M mitnehmen mit einem Objektiv, 28 oder 35, oder die SL2. Und dann würde ich aber das 35 Aposo-Mikro drauf machen. Dann ist die auch nicht mehr so groß, die Kamera, nicht mehr so schwer wie mit den Zoom-Objektiven. Und dann habe ich natürlich auch Möglichkeiten, dort schön zu fotografieren. Das ist der Punkt. Ne? Aber mit dem Handy zu fotografieren, das ist für mich eigentlich Ideensammlung eigentlich dann. Ne? Mhm. Wo ich sage, ich bin jetzt an irgendeinem Ort und sage, okay, das könnte interessant sein, dann mache ich so ein paar Probeaufnahmen, aber ich verwende eigentlich keine Handyfotos. Das ist eigentlich, außer vielleicht für die Familie, dass man da mal Fotos macht oder so. Ne? Aber das ist einfach, was ich jetzt auch noch mal zum Schluss sagen möchte, ist, bei meinen Bildern zum Beispiel sieht man auch gar nichts. Jetzt bei Instagram zum Beispiel sind die Bilder ja sehr klein abgebildet und viele gucken das nur auf dem Handy. Man muss sich die Bilder bei mir in der LFI-Galerie anschauen und am großen Bildschirm. Oder muss ich die Bilder ausdrucken? Also ich habe auch schon ein paar Bilder gedruckt und bei mir im Haus aufgehängt, damit man die Qualität sieht. Und da sieht man den Unterschied zu den Handyfotos. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eingangs zum Beispiel zu diesem Bild kommen mit dem BMX-Fahrer, dieses 360, das heißt diese Dynamik von dem 21er Super Elmer mit dem dramatischen Himmel und auch diese extreme Schärfe. Ich habe zum Beispiel dieses Bild, hat mein Sohn bei sich im Zimmer hängen auf 2 Meter Größe. Und es kommt da natürlich ganz anders rüber wie an so einem 8 Zoll Smartphone-Bildschirm. Und da sieht man einfach den Qualitätsunterschied des M-Objektivs, gerade des 21er, diese Dramatik, diese Dynamik. Das kann ein Handy nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die das in 20 Jahren können. Ne? Der Porträtmodus, ich habe den auch am iPhone. Mit den 3 Kameras wird es zusammen geschustert. Ne? Aber wenn man genau hinguckt, bei manchen Bildern sieht man, das ist aber jetzt künstlich. Ne? Das schaut irgendwie komisch aus. Ne? Das ist halt der Punkt. Ne? Das ist noch. Am Rechner zusammen, ja, noch, vielleicht. Ne? Zusammengerechnet und das andere ist halt eine optische Geschichte. Ne? Aber der Spaßfaktor muss da sein. Ne? Und das ist natürlich. Den größten Spaßfaktor hat man eigentlich auch mit der M. Das muss man einfach sagen, weil dieses kleine Teil, wo ich alles
am Blendenring einstellen kann, die Schärfe einstellen kann, die Entfernung einstellen kann, das macht halt einfach Spaß und das kann ein Handy nicht. Ne? Lieber Jörg, das ist ein gutes Schlusswort. Wir werden deine Elefantengalerie und auch den Instagram-Account in den Shownotes bzw. im Blogbeitrag verpacken. Wir werden die paar Bilder, über die wir gesprochen haben, die packe ich auch in den Blog, dass man nicht lang suchen muss, dass die dort gleich sind. Ich möchte mich vielmals bedanken, dass du dir diese Zeit genommen hast. Wir reden jetzt immerhin schon 1,5 Stunden, obwohl wir dachten, wir werden mit einer Stunde schön auskommen. Jetzt haben wir 1,30 ziemlich genau. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffe, du wirst mit deinem Smartphone ganz viele Positionen finden, fotografieren, Ideen sammeln und dann losziehen, um hier aus meinem Gefühl mit der M10 zu fotografieren oder mit der SL, um diese Fotos dann hier weiter zu zeigen. Und ja, hoffe, dass wir hier noch sehr viele auch so, wie heißt es so schön in der LFI, Mastershots von dir erleben werden. Wer auch immer Mastershots bestimmt, was immer das sein soll, aber die tauchen halt dann an manchen Stellen auf und ja, man kann dann stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Danke. Und das Wichtigste ist, dass es Spaß macht. Ne? Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich mich unheimlich gefreut, dass du mich eingeladen hast. Und vielleicht sehen wir uns mal. Und vielleicht können wir ja auch mal zusammen einen Workshop machen. Das wäre doch auch mal interessant, oder? Darüber reden wir. Wenn du mal Unterstützung brauchst, ne? Dann kann ich dir mit meiner Formel oder mit meinen Tipps zur Seite stehen. Ja, Nürnberg ist ja nicht weit von Würzburg. Ne? Ja, aber vielleicht fahren wir nach Würzburg. Oder so. Ne? Das ist und besuchen, eine Überlegung. Ne? Und besuchen deinen Skaterpark. Zum Beispiel. Das schreibe ich mir jetzt auch auf und dann werden wir mit dem Sebastian, also der Sebastian ist der Store-Manager im Leica Store, einmal reden, ob wir da Beruf und Hobby und alles verknüpfen können in Zukunft an der Stelle. Okay, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Mhm, gerne, danke. Und das wird bestimmt schön. Ne? Und lieber Jörg, gute Zeit. Wir hören uns, bedanke mich, bleibt gesund und ja, viel Spaß mit der Fotografie. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, aus meiner Sicht jetzt, es ist 21.30 Uhr, einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.